Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen da draußen. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2021. Habe ich euch ja noch gar nicht hier on stream wünschen können, so Freunde. Wir hören uns das erste Mal in diesem neuen Jahr wieder. Ich habe mir eine kleine Auszeit gegönnt. Hat auch ehrlich gesagt, Freunde, sehr, sehr gut getan. Und jetzt starten wir auf jeden Fall wieder mit neuen Elan ins neue Jahr, in die Streams rein, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingerutscht. Der Pronix ist definitiv gut reingerutscht ins neue Jahr. Ihr wisst Bescheid. Und ja, komm, dann stellen sich die Jungs jetzt erstmal vor. Ja, Leute, was geht? Ich bin ZaCrazy, bin auch wieder dabei. Ich freue mich auf jeden Fall übelst, wieder hier zu sein, so auch im neuen Jahr. Und auf jeden Fall an alle von euch frohes neues Jahr. Wünsche ich euch, falls ich das noch nicht euch gewünscht habe. Und damit, ja, viel Spaß beim Stream. Orchi? Orchi, du hast reingeschissen. Ich muss ganz schnell machen. Ja, ich bin's auch, Orchi. Viel Spaß beim Stream. Ich gehe jetzt pinkeln. Bis. Ja gut, der hat nicht mal geflext damit, dass er Geburtstag hat. Flo, das wird der Horchi mit dir noch machen. Mach dir da keinen Kopf. Wird der schon mit dir machen. So, ich gucke jetzt erstmal, wer alles von euch am Start ist. Und dann begrüße ich euch an dieser Stelle jetzt erst einmal. Ich sehe hier auf jeden Fall den ersten Alpha Rebox. Marco, Dennis, ProGamer, It's Vanny, den Poldi, den Bartix, Lusokev, Maxwell, Lexflex, den Dino, ich kenne ihn doch, den Lukeman, den Ghost Screwed, den Bluepoint, der Gamer 2001, der Osi. Wen haben wir hier? Wer ist das hier? Der DJ Öztürk? Grüße gehen raus. Der Mike mit dabei, der Try Next, der Flo, Super Vegeto, Contra, grüßt euch Jungs, der Son Gohan auch mit dabei, der Pumuckl am Start, Leon Wallon, Thiago, Slomo, grüßt euch Jungs. Ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr reingerutscht. Valenciaga Hype auch mit dabei, Hallo Hallo mit dabei, Robert mit dabei, der Schokobär, der Showmaker, der R6 Faceflow, der Pascal, die Jules auch am Start, der Lupari am Start und alle anderen begrüße ich, wenn ich sie dann gleich noch hier im Streamchat sehe. Der Mute ist auch mit dabei. Mute, grüß dich. Supreme auch am Start, Pelzig, Damian, Jens, Lost, grüßt euch Jungs. Der Lukas mit dabei. Lukas, grüß dich. Ehren, ich grüße dich. Der Revox mit dabei. Armin ist heute noch nicht dabei, Revox. Kann man mitmachen? Jeder kann bei uns mitmachen. Einfach Ausrufezeichen, Video dafür in den Chat. Das Video von vorn bis hinten angucken und das befolgen, was man eben im Video sieht. Und dann kann man hier auch schon auf ganz entspannt mitspielen, Freunde. Der R6 auch mit dabei. Grüß dich, R6. So, und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal auf ganz entspannt an. Der Mainz auch mit dabei. Mainz, grüß dich. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Yeah. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Maxwell. Ich küsse dein Herz. Der Maxwell hat hier gerade 1 Euro rausgehauen. Maxwell, vielen, vielen, vielen Dank. Kuss geht raus. Und ja, ich habe die Weihnachts-Donation-Sounds rausgemacht. Ich konnte die auch nicht mehr hören. Maxwell, vielen, vielen Dank. Und wir haben ein neues, altes Kanalmitglied. Der Contra ist zurück in der WFG-Family. Contra, Kuss geht raus. Hau raus, welchen Wunschclip du hier hast. Und dann kriegst du den auf jeden Fall gleich. Kemayo, grüß dich. Stani Dani, Grüße gehen raus. No risk, no fun, grüß dich.
MX, der weltbeste Flötenspieler. Grüße gehen raus. Crazy, der MX ist schon der weltbeste Flötenspieler, oder? Was er dir heute so in FIFA gegönnt hat? Ja, muss ich schon definitiv sagen. Da kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Anton, grüß dich. Wie kann man mitmachen? Einfach Ausrufezeichen, Video in den Chat und das Video dann in Ruhe angucken. Inferno-Kanal, Oliver, Grüße gehen raus. Werden wir uns gleich angucken, deine Anfrage. Esarim, grüß dich. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. So, der Kontra möchte den Lastkraftwagenfahrer, den bekommt der schnell. Jetzt! Lastkraftwagenfahrer! Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt auf ganz entspannt in den Stream. Gibt mal wieder ein Tuning-Treff, haben wir lange nicht gemacht. Der Schnee ist ja schon seit einigen Tagen auch nicht mehr in GTA da. Axel Schwarz, grüß dich. Luis, Grüße gehen raus. Und der Lukas Dreier hat heute Geburtstag. Lukas, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles, alles erdenklich Gute. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Gesundheit. Ich hoffe, du wurdest reich beschenkt. Und Jungs, ballert mal für den Lukas den Horchi-Emote in den Chat. Der hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag, Baba. Ja, du hast auch am gleichen Tag wie ich Geburtstag, Horchi. Ja, das ist, ja. Und kann nicht jeder haben, ne? Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Hier, ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Und du hast auch am gleichen Tag wie der Crazy Geburtstag. Ja. Ich muss sagen, ich hab jeden Tag Geburtstag, Leute. Flex. Ich hab das lange nicht mehr gemacht, das tut jetzt so gut. Ich hab jeden Tag Geburtstag, ich bin abgehoben. Ihr habt nicht so oft Geburtstag wie ich. Ich hab 365, ja, mal im Jahr Geburtstag, 24/7, Flex, Flex. Wo ist mein Emote? Coolen Fragen werden wir auf jeden Fall gleich beantworten oder schon bearbeitet. Bearbeiten. Ja, hat der Crazy schon gemacht. Gurkenwasser, Grüße gehen raus. Junk, grüß dich. Rico zockt, grüßt euch. Was hat es mit Gewinnspielaufsicht? Was für ein Gewinnspiel, Anton? Spoilerst du hier schon wieder oder wie? Leon 420, grüß dich, ich hoffe, dir geht's gut. Leon, vielen, vielen Dank für deine Donation im letzten Video. Ich konnte mich dafür hier on stream noch gar nicht bei dir bedanken. Leon, vielen, vielen herzlichen Dank. Ein dickes Küsschen geht raus an dich. Mute, erwartest du jetzt, dass ich dich das dritte Mal grüße? Dynamo, Grüße gehen raus. Naja, Marc, einmal ist ja kein Mal, zweimal ist auch wiederum kein Mal. Und drittes Mal ist dann so gesehen einmal, weißt du? Dustin, das ist geheim, wann ich Geburtstag hab. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Hier, ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. So, erstmal ein dickes Dankeschön an den Contra, der gerade einen Euro rausgehauen hat. Contra, vielen, vielen herzlichen Dank. Kuss geht raus, danke Contra. Christi, grüß dich und ich lese noch eben die Donation vor, dann fangen wir an. Wenn Tippi-Stream mal laden würde, ne? Dann kann ich auch vorlesen. Während du noch vorliest, starte ich kurz PC neu, weil er da kurz was machen muss. So, der Lupari hat an dieser Stelle auch nochmal einen Euro rausgehauen. Lupari, vielen, vielen Dank. Der Lupari schreibt dazu, hab heute 3 Stunden gestreamt. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Hier, ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Hab heute 3 Stunden gestreamt und keinen Zuschauer gehabt. Lupari, das tut mir echt leid für dich, Bruder. Das tut mir echt leid. Aber bleib trotzdem am Ball. Bleib am Ball, Lupari. Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Kuss geht raus, vielen, vielen herzlichen Dank. Quad Nevada, grüß dich. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Hier, ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Und der Lukas haut hier auch nochmal einen Euro raus. Auch an dich, Lukas, ein dickes Dankeschön. Frohes neues Jahr, Lukas. Vielen herzlichen Dank. Kuss geht raus, Lukas. D.
DMD Leon, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Leon Wallon, der Horchi macht das die Tage mit dir. Also, Son Gohan, ich habe nachgerechnet. Ich wäre aktuell 7304 Jahre alt. Heftig. Luca, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. So crazy, was ist unser heutiges Tuning-Treff-Thema? Crazy? Der startet PC neu. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Yeah. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Ich lese die beiden Donations vom Schokobär und von unserem japanischen, chinesischen, keine Ahnung was Zeichen, Freund hier auch noch gleich vor. Aber erstmal wollte ich kurz auf die Frage von Marco hier eingehen. Marc, du hast doch im Januar Geburtstag, ich werde einfach in jedem Stream gratulieren, oder hattest du schon Geburtstag? Marco, ich habe im Januar Geburtstag, ja. Aber ich mag es persönlich halt auch nicht, dann mich irgendwie damit in den Vordergrund zu stellen, dass ich Geburtstag habe. Ich hatte auch noch nicht Geburtstag. Aber ich werd das so machen. Ich plane im Januar hier noch ein neues Stream-Overlay zu machen. Mit neuen Donation-Sounds und allem möglichen Zeug. Und ich werde das an meinem Geburtstag, glaube ich, das erste Mal verwenden. Also wenn das neue Overlay dann da ist, dann habe ich Geburtstag. Mehr als Tipp kann ich dir nicht geben. Unicorn Hyper, Sam Army, grüßt euch. Justus, Grüße gehen raus. Ghost Crew, die sammelst du doch hier auf einer halben Arschbacke ab. RNG God, frohes neues Jahr, ich hoffe dir geht's gut. Ich hoffe du bist gut reingekommen. Ich hab nicht am 17. Januar Geburtstag, nein. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Yeah. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Naja, warum das? Was ist los bei dir, RNG-Gott? Nightgamer, grüß dich. Japanisch steht für Andreas. Na komm, ich lese jetzt mal eben die Donations vor und dann starten wir aber wirklich rein. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Yeah. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Maurice, grüß dich. Frohes neues Jahr, Maurice. Ich hoffe, dir geht's gut. Maurice, schreib mir jeden Tag auf Discord einfach eine Nachricht, bis ich auch mal antworte und das nicht verpeile, Maurice. Ich mach das nicht extra. Max, grüß dich. RNG, Gott, gute Besserung auf jeden Fall nochmal von mir. Jungs, es wird heute ein kleines Gewinnspiel geben. Kündige ich jetzt schon mal hier an dieser Stelle an. Einfach nochmal, um uns an die Oldschool-Adventskalenderzeiten damals noch zu erinnern. Erinnert ihr euch noch damals daran? Wart ihr dabei? So vor langer Zeit gab es mal einen Adventskalender hier bei uns auf dem Kanal. Da haben wir jeden Tag was verlost. Machen wir heute nochmal Back to the Roots. Heute verlosen wir auch nochmal was. Damals, 1976, genau. Das war im Jahr 2020, letztes Jahr, ja. Ein Jahr her. So, ich lese mal eben die Donations vor. Alles klar, DJ Onyx. Beziehungsweise DJ Ötsche. Ja, ich kann ihn nicht aussprechen. DJ Ötsche. Und zwar hat der Schokobär 2,29 € rausgehauen. Und dazu hat er geschrieben: Ich mag gerne Wuschel, Buschel und Autogrammkarte. Schreib mir auf Discord, bekommst du. Kuss geht raus, Schokobär. Gut, dann hatten wir unseren. Ja, gut, er hat ja schon geschrieben, er heißt Andreas. Denn dann hat der Andreas auch nochmal 2,29 € rausgehauen. Und dazu hat er geschrieben, ist japanisch und steht für Andreas. Und der Lukas hat dann auch nochmal 5 € rausgehauen. Und dazu hat er geschrieben, japanische, chinesische Schriftzeichen ist ein Freund. Kuss geht raus. Vielen Dank, Lukas. Vielen Dank, Schokobär. Vielen Dank, Andreas. Vielen, vielen herzlichen Dank. An alle, die jetzt gerade hier Hallo, Moin Meister und so schreiben, ich grüße euch alle. Ich hoffe, euch geht's gut, Jungs. Und dann würde ich sagen, starten wir so langsam rein, ne? Let's go.
Was ist das Thema, Crazy? Motorräder. Brumm, brumm. Was? Brumm, brumm. Jessica, grüß dich. Rakis, Grüße gehen raus. Muss man für das Gewinnspiel in-game sein? Nee, wir machen das so wie damals im Adventskalender. Hast du schon gespoilert, was es gibt? Nö, hab ich noch nicht. Besser ist es. Massum, frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Lohnt es sich immer noch eine PS5 zu kaufen oder ist noch verbuggt? Also ich bin mit dem... Och du Scheiße. Ich bin mit dem PSN-Menü nicht zufrieden, aber hätte ich eine PS5 für den Adventskalender auftreiben können, hätte es die als Preis noch gegeben. Wollte ich gerade sagen. Jungs, ballert mal den Chat mit Hashtag Lukas bitte voll. Ist die Lobby voll? Ich weiß es nicht. Es könnten noch ein, zwei Plätze sein. Jungs, der Lukas hat hier gerade 50 Euro rausgehauen via Supersticker. Und da ist der kleine süße Fuchs am Silvester feiern. Lukas, ohne Scheiß, ich küsse dein Herz, ne? Was du hier alles schon Gutes getan hast, ist nicht mehr normal, Lukas. Lukas, glaub mal, ohne dich hätte der Adventskalender in diesem Jahr nicht so funktioniert, wie er funktioniert hat. Sag ich dir von ganzem Herzen, ganz so, wie es ist. Lukas, vielen, vielen herzlichen Dank. Oha. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Ey, Jungs. Das Jahr hat gerade erst mal angefangen. Und ihr seid schon wieder am Rasieren, am Eskalieren. Der Nachtwolf haut hier gerade auch nochmal 50 Euro raus und dazu schreibt er morgen zusammen. Und 4 WFG-Emotes haut er noch mit in den Text rein. Nachtwolf, ich wünsche dir erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Und auch an dich ein dickes, dickes Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich küsse dein Herz auch an dich. Für den ganzen Support im vergangenen Jahr, Nachtwolf. Das ist nicht normal, was ihr hier supportet habt. Jungs, gebt mir ein Hashtag Lukas, Hashtag Nachtwolf hier mal bitte im Chat. Ja, komm, ruf mal Lester an. Ich wollte schon selbst... Ah, gut, Sterne sind eh weg. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ist das der Lukas mit den 500 Euro? Ja, das ist der Lukas. Quixo, Grüße gehen raus. Ich hoffe, dir geht's gut. So, komm, Jungs, wir fangen an. Wir fangen an. Weil wir wollen ja auch heute nicht allzu lange machen. Einige von euch haben Schule. Und das habe ich zu spät mitbekommen. Ich bin davon ausgegangen, dass wirklich jedes Bundesland bis zum 10. Januar Ferien hat. Hätte ich das eher gewusst, hätten wir heute kein Late Night gemacht. Deshalb werden wir dann auch erst am Mittwoch schon gegen 19, 20 Uhr anfangen zu streamen. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Hier, ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Bro Gamer, ich guck gleich. Führe mich gleich mal dann zu euch. Also wie gesagt, Mittwoch werden wir dann eher streamen. Mittwoch machen wir kein Late Night. Freitag ist wie gewohnt Late Night dann, Freunde. Aber heute, ich wusste es nicht, dass halt Schule ist bei manchen. Und deshalb, ja, gibt's heute Late Night, aber wir machen nicht allzu lange. Und der Nachtwolf hat hier gerade nochmal 10 Euro rausgehauen. Und dazu schreibt der Silvester war langweilig für mich. Nachtwolf, wieso? Was war los bei dir? Also ich hatte ein gutes Silvester, bin ich ehrlich. Ich habe gut getrunken. Sehr, sehr gut getrunken. Alkoholfrei natürlich.
Haben die CP, die Crewpass-Mitglieder in der WhatsApp-Gruppe, glaube ich, meine Audio entnommen, dass ich da gut drauf war, oder Jungs? Also ich hatte ein geiles Silvester. Kiwi, Grüße gehen raus. Ich hoffe, dir geht's gut. Ach du Scheiße. Secret Scopes, Let's Play Onkel, grüßt euch. Ich komme nicht zum Anfang. Crazy, hast du gesehen? Crazy. Ah. Crazy ist vom Discord runtergeflogen, gerade Baba. Jungs, der Lukas hat hier gerade nochmal 50 Euro via Supersticker rausgehauen. Und da ist der kleine süße Vollgeist. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Vollgeist-Typ auf der Rakete am Rumfliegen, der feiert noch Silvester. Lukas, vielen Dank. Und der Nachtwolf haut auch nochmal 20 Euro raus. Und dazu schreibt er, war 15 Stunden am Streamen und ja. Hat wenigstens Spaß gemacht, Nachtwolf? War ein geiler Stream? Ich hoffe zumindest. Nachtwolf, Kuss geht raus. Jungs, gebt mir nochmal einen Hashtag Nachtwolf, Hashtag Lukas hier. Im Chat, bitte. Das ist nicht normal, wie krass diese beiden Jungs hier am Supporten sind. Wie krass die beiden letztes Jahr supportet haben. Und ich sag euch ehrlich, ohne Leute wie Nachtwolf, Lukas, hätte es den Adventskalender in der Form nicht gegeben, wie wir ihn letzten Monat veranstalten konnten. Oben steht Top Super Chatter 100 Euro. Ja, Onyx ist ein Anzeigebug von Tippy Stream. Ich muss das noch korrigieren. Jeder weiß, dass Lukas mit 500 Euro Top Super Chatter ist. Ich muss das aber noch korrigieren. Und ja, es ist sowieso jetzt nur übergangsweise das neue Design, also das Design hier da, bis dann das neue Design da ist. Und das neue Design wird irgendwann diesen Monat online gehen. Und ich hoffe, das wird euch gefallen. Crazy, hast du gesehen? Wir kommen nicht zum Anfang aktuell. Ja. Boah, krass. Die Jungs wieder einem heftig supporten. Ich hab nicht am 27. Januar Nein-Gurkenwasser. Massum, schreib mir nochmal eine Nachricht, dass sie oben ist. Dann werde ich mir die nach dem Stream angucken. Marcel Kager, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Und frohes neues Jahr auch nochmal an dich. Leute, ich kann euch gerne einen Tipp geben, wann der BFG Geburtstag hat. Der hat an demselben Tag Geburtstag wie der Horchi. So, kommen wir, jetzt fangen wir aber wirklich an. Unser Tuning-Treff-Thema sind Motorräder. Dafür habt ihr bei uns im Discord abgestimmt. Wir beginnen mit dem Pro-Gamer und dem Leon Vallon, unseren Zwillingen, unseren Duo-Zwillingen hier. Die haben beide auch das gleiche Motorrad mitgebracht. Das ist nämlich das Bike, welches man nur an Halloween kaufen kann. Oder beziehungsweise, wenn man sich einmal ein Halloween gekauft hat, dann kann man sich ja auch das ganze Jahr über kaufen. Aber man muss die Sanctus halt einmal an Halloween gekauft haben, um sie halt nochmal kaufen zu können. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Ey, der Lukas haut hier gerade nochmal 20 Euro raus. Und dazu schreibt der Hashtag kein Anfang. Der Lukas schreibt Hashtag kein Anfang. Dann schreibt ihr mal bitte Hashtag Lukas. Ey, vielen, vielen, vielen Dank, Lukas. Ich kann meine Dankbarkeit nicht in Worte ausdrücken. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich mich da gescheit bedanken kann. Ich weiß nicht, wie ich da Danke sagen kann. Also ich glaube, 1000 Worte würden der Dankbarkeit nicht genug tun, die ich für dich empfinde, Lukas. Vielen, vielen Dank. Und wir haben ein neues, altes Kanalmitglied. Der Luca ist zurück in der WFG Family. Luca, hau raus, welchen Wunschclip du hast. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, ich finde den Paintjob geil, Jungs. Was steht denn da hinten drauf? Das ist so klein, ich kann das gar nicht entziffern. Aber
Aber hier haben wir auch noch eine geile Hakushu. Ist das deine, Crazy? Die habe ich wahrscheinlich gemoddet, ja, aber habe ich nicht mitgebracht. Ich glaube, der Joel hat die mitgebracht. Das kann gut sein. Jetzt kommen die langen TTs. Ey, ich beeil mich. Läuft der Stream? Alles gut, Leo. Grüß dich, Leo. Frohes neues Jahr, Leo. Ich hoffe, alles gut bei dir. Obwohl, haben wir uns dieses Jahr schon gehört oder war das letztes Jahr noch? Alter, ich habe doch so ein Kurzzeitgedächtnis, Leo, ne? Leo, bei mir läuft auch perfekt. Alles gut. Danke dir nochmal. Was ist das für ein hässliches Outfit? Ey, dieses Outfit ist doch nicht hässlich. Ich meine, guckt euch mal diesen geilen Pulli an. Dieser Pulli, der sieht doch sick aus. Den gab es kostenlos. Den gab es kostenlos fürs Einloggen in GTA. Also ich meine, dann zieht man den Pulli doch auch mal an hier. Wann gab's den? Diese Woche. Mark. Ja, Horchi? Das sieht so aus, als wärst du noch bei Weihnachten hängen geblieben mit dem Pulli. Was für... Den gibt es in dieser Eventwoche für den Login. Da gibt's sogar noch eine Hose für. Oh, zieh mich an. Da bist du Weihnachten geblieben. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Wie weit ist denn das nächste Bekleidungsgeschäft entfernt? Soll ich dich schnell rumbringen? Bring mich mal hin. Okay, komm her. Ich muss kurz ins Bekleidungsgeschäft, Leute. Warte, ich will auch. Vani, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Real Skill, Grüße gehen raus. Emil King, frohes neues Jahr. Bitte kein 60-Minuten-TT. Ich gebe mir Mühe, Freunde, aber bedankt euch beim Paumpa, der hier mit dem Thema angefangen hat. Und an dieser Stelle haut der Nachtwolf nochmal 20 Euro raus und dazu schreibt er 1 Euro eine Minute länger. Jungs, ich weiß nicht, wir haben das ewig nicht mehr gemacht, 1 Euro eine Minute länger. In letzter Zeit haben einige danach gefragt, bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich, mich haben einige in letzter Zeit danach gefragt. Ich weiß nicht, wann wir es mal wieder machen. Gebt mir dazu einfach euer Feedback und dann schauen wir einfach mal weiter. Nachtwolf, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Also heute machen wir definitiv nicht 1 Euro eine Minute länger, weil halt morgen welche Schule haben. Wenn dann an einem Wochenende, wo alle mitmachen können. Pronix, grüß dich. Mirko, frohes neues Jahr. Max, Grüße gehen raus. Frohes neues Jahr euch Jungs. So, wo haben wir es? Ist das hier mit drin? Nee. Da drin? Nee. Da drinne? Nee. So. Wer hat sich vorhin über meinen Pulli lustig gemacht? Herzlichen Glückwunsch, jetzt könnt ihr euch über mein komplettes Outfit lustig machen. Wie hieß das? Also ich und Crazy. Warte, Spezialtopf. Bastian, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Also nur mal zur Info, auch die Hose gibt es diese Woche kostenlos. Wer fährt denn hier wie eine Schnecke? Das ist der Mainz. Wie hast du so viel Abos gemacht, Lopari? Liegt daran, dass ich halt seit 7 Jahren YouTube mache und in den, ja, ich würde sagen, in den ersten 6 Jahren habe ich Daily Content hochgeladen und auch Daily Glitches und sowas, was ich ja jetzt mittlerweile nicht mehr betreibe. So, von den Glitches bin ich ehrlich gesagt weg. Klar, ich bin immer noch ein Glitcher, ich mache auch selber, wenn ein guter Glitch da ist, mache ich auch mal hier den ein oder anderen Glitch. Wenn es um schöne Autos oder sowas geht, ihr kennt mich. Godmode oder so eine Scheiße verachte ich, das wisst ihr auch. Aber ich mache keine Videos mehr darüber. Normale Videos habe ich echt Bock drauf. Da habe ich auch die Tage noch ein Video für euch gemacht, was bald online kommt. Aber so Money Glitches oder Godmodes und sowas, nee, das ist aber nicht raus. Jungs, das Outfit ist nicht hässlich. Marc, hast du die Einhornmaske? Ja, hab ich. Passt dazu. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Hier, ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. So, wir machen jetzt, bevor wir jetzt das TT weitermachen, machen wir eine kleine Abstimmung. Okay? Eine kleine Abstimmung hier im Streamchat.
Wenn ihr sagt, das Outfit ist geil und ihr würdet euch sofort auch dieses Outfit anziehen, dann postet ihr ein Crazy Emote in den Chat. Wenn ihr aber sagt, das Outfit ist hässlich, dann postet ihr bitte ein Armin Emote in den Chat. Jetzt bin ich gespannt. Und ich bin Pomper. Haut an dieser Stelle 2,29 Euro raus. Ich glaube, ich muss kotzen bei dem Outfit. Also ich sehe aktuell mehr Crazies als Armins hier im Chat. Ja. Ey Jungs, was habt ihr genommen? Das sieht aus wie von Omi gestrickt, das Outfit. Sag das Rockstar, die haben das in dieser Woche geschenkt. Wenn du dich in GTA einloggst, dann bekommst du dieses Outfit kostenlos von Rockstar, außer die Maske. Mit der Maske muss ich flexen hier, das ist mein Flex. Ich habe nicht jeden Tag Geburtstag wie der Horchi. Ich trage keine Omi-Klamotten zumindest. Ey, aber ich bin ehrlich, das Outfit sieht irgendwie voll aus wie... Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Wie hingekackt und hingeschissen. Ich feiere das Outfit. Toasty, grüß dich. Zombie, was machst? Kommst du noch hinzu? Hast du Bock mitzuspielen? Oh, der Batix hat F1-Reifen auf. Ich habe keine Ahnung, wie die Karre heißt. Die kam mit dem Biker-DLC damals. Aber schade, dass nur der Vorderreifen man dazu machen kann. Ist das die Chimera? Ja, irgendwie so. Ich finde den aber sick. Zombie, Mittwoch streamen wir wieder. Mittwoch und Freitag streamen wir. Ich höre Zombie, sei Freitag mal am Start. Da überlege ich mir was Schönes für Freitag. Ach ja, und Zombie, heute gibt es noch ein kleines Gewinnspiel. Bordo, grüß dich, frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Secret Scopes, grüß dich. In welcher Kategorie ist der Pulli? Boah, weiß ich gar nicht mehr. Freigeschalten ist Arcade, glaube ich. So, wir machen weiter. Mit, ich weiß nicht, wer von euch den Blazer auf Formel 1 Reifen hier mitgebracht hat. Aber sieht schon sick aus, vor allem die Sachen hinten und vorne drauf sind auch weggemoddet. So kriegst du den ja gar nicht ohne diese Sachen. Gut, machen wir weiter mit dem Maxwell. R6 hat den mitgebracht, okay. Und der Maxwell hat die Vortex mitgebracht. Ist die Vortex nicht bei Benny sogar tunbar? Oder vertue ich mich da gerade? Ich glaube sogar bei Bennys, ja. Der Willi, frohes neues Jahr. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. German Place Games habe ich bereits gemacht. Ich kann das nochmal updaten, gar keine Frage. Aber ich habe ein Roomtour-Video dazu mal online gebracht. Musst du einfach mal auf YouTube eingeben, WFG Roomtour. So, Mann, Sprachfehler wieder on point hier. Okay, komm, machen wir weiter mit dem Gurkenwasser und der nächsten Sanctus. Boah, die ist sick. Die gefällt mir richtig gut. Ich meine, fahrtechnisch hat das Ding sowieso nichts drauf, aber optisch sieht die Karre richtig geil aus. Ja, der Preis von Rockstar bei der Karre ist aber auch eine Frechheit, muss man ehrlich sagen. Ghost Scoot, wenn du die Punkte hast, melde dich auf jeden Fall bei Armin. Ich weiß nicht, ob Armin heute da ist, ob Armin sich heute noch drum kümmert. Einfach an Armin dann wenden. Steven, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Und der Steven grüßt auch den Crazy. Was geht? Grüße zurück. Machen wir weiter mit der nächsten Vati. Was steht da drauf? Ah, ja. Kann man nicht entziffern. Opa steht drauf. Der Opa Crazy steht drauf.
Nein, der Opa Mark. Ist gut, Opa Crazy. Let's go. Ey Jungs, gebt mir mal ein Hashtag Opa und daneben ein Crazy Emote im Chat. Einfach so, um den Crazy ein bisschen zu ärgern. Hashtag Opa Crazy. So, wir machen weiter mit dem Nagasaki Street Blazer. Boah, ich feier dieses Ding, ne? Ich weiß noch, als das damals rausgekommen ist, wir sind nur damit rumgeheizt, Armin und ich. Die ganze Zeit durch die Lobbys mit diesem Teil. Ist ja damals mit dem Biker DLC rausgekommen. Wir sind nichts anderes mehr gefahren. Immer wenn wir Langeweile hatten, mit dem Teil durch die Lobby. Vorher sind wir immer so, Hakushu und Barty und haben Stunts in der Lobby gemacht. Ich glaube sogar. Und der Balenciaga Hype haut auch nochmal hier an dieser Stelle 5 Euro raus. Dazu schreibt der Mark CP Time, müsstest noch ändern. Dazu auf Discord Crew Outfit und Crazy, wo ist'n? Du los, du riechst gut, Kappa. Ja, Jungs, guckt mal, eine kleine Sache wegen den ganzen CP-Pass-Leveln, ne? Ich bin einfach nicht dazu gekommen und hab's auch nicht geschafft, irgendwie. Irgendwie, weiß ich nicht, in den letzten Tagen mir dafür die Zeit zu nehmen, bin ich ehrlich. Ich hab ein bisschen gechillt, der Dezember war hart, bin ich ehrlich, Freunde. Aber ich werde das gucken, dass ich das auch diese Woche zum nächsten Stream wirklich hinkriege. Ich weiß, ich habe das jetzt glaube ich schon öfters gesagt, ne? Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Ich habe das in den letzten Tagen glaube ich öfters gesagt, dass ich's mache. Aber dann habe ich dann doch das dann einfach zeitlich nicht geschafft. Ich habe mich hingesetzt. Hab drauf geguckt, über 100 Nachrichten, hab mir gedacht, ach komm, geh ich lieber pennen oder so. Nimmt mir das nicht übel. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder zurück mit den Streams. Ich werd mich auch hinsetzen, die CP-Punkte machen. Und dann wird das zum nächsten Stream, denke ich, alles wieder passen. Seid da bitte nicht traurig, eure Watchtime, die ihr jetzt auch guckt, wird trotzdem nicht verfallen oder so. Die geht trotzdem damit in das Level rein. Nur ich brauchte halt auch mal ein bisschen abschalten. Der Dezember war echt hart, Leute. Balenciaga Hype, vielen, vielen herzlichen Dank. Und der Nachtwolf hat ja auch gerade nochmal 5 Euro rausgehauen. Dazu schreibt er auch, bei ihm nochmal den CP ändern. Ich weiß, ich habe ihn bei gar keinem bis jetzt geschafft zu ändern. Wie gesagt, es tut mir leid, Freunde. Und zum nächsten Stream dürfte es dann alles aktualisiert sein. Vielen, vielen Dank nochmal, Nachtwolf. Tradest du in FIFA? Black Sniper Gott, ja, ich habe einen Transfererlös von 11 oder 12 Millionen. Ich habe aktuell 10 Millionen Coins auf der Uhr in FIFA. So, komm, wir machen jetzt weiter mit der nächsten Hakushu. Ich glaube, die hat der Marco mitgebracht. Ich finde die geil. 187 steht hinten drauf. Ich finde die Farbe schön. Sieht wirklich sehr geil aus. Cheers Big Ass! Mit was tradest du? Erstmal grüß dich, Cheers Big Ass. Ist immer unterschiedlich. Ich kann dir jetzt nur empfehlen, wenn du für Donnerstag Top-Partien traden willst. Ich gehe ganz stark davon aus, Bayern München gegen Borussia München-Gladbach und Borussia Dortmund RB Leipzig wird reinkommen. Da kann ich dir nur den Tipp geben. Geh da mal in Non-Rare-Karten aus diesen Vereinen und da dürftest du ordentlich Münzen mitmachen. Ey Crazy, guck dir mal das Outfit von Mainz an. Ja, da kann man definitiv nicht meckern. Bringen die Xmas-Punkte noch etwas? Die Xmas-Aktion ist zu Ende. Es gibt heute nochmal ein Gewinnspiel, ja, aber die Xmas-Aktion ist zu Ende. Okay, mit der Manchester meine ich sogar gerade gefahren vom Mainz. Das ist mein Bike, was ich mitgebracht habe, Freunde. Da sitzt der R6 Faceflow ja schon bereits drin. Der Rump Hunt Rocket ist es, meine ich. Ich schwöre, würde der Armin hier gerade zugucken.
Ich weiß ganz genau, was der Armin zu diesem Outfit hier sagen würde. Hey Marc. Ja? Gönn dir mal was. Bin jetzt da. Was halten Sie davon? Muss. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Schokobär, schreibst du auf jeden Fall mal dem Horchi privat? Und dann wird das schon klappen. Mach dir da keinen Kopf. Ich meine, im Moment, wir haben alle ein bisschen Päuschen gemacht. Nach Weihnachten war ein harter Monat auch für die Moderatoren. Und ja, jetzt starten wir so langsam wieder durch. Ich habe heute 20 von 24 Gewinntagen aus dem Adventskalender eingepackt, beschriftet und die gehen morgen zur Post. Und die restlichen, ich glaube 21. bis 24. werde ich dann die Tage auch noch fertig machen. Also nur damit ihr da auch schon mal Bescheid wisst, dass eure Gewinne morgen da in die Post gehen. Das hat mich heute auch ein bisschen was gekostet. Also ein bisschen Zeit gekostet. Aber es hat mir auch Spaß gemacht, das da für euch zu machen, bin ich ehrlich. Gibt es ein Frozen Money ohne Safe Wizard? Soweit ich weiß, derzeit nicht. Schokobär, schreibt mir mal privat, warum. Also, ich weiß ja auch nicht, was ihr da geschrieben hattet. Nickname, Grüße gehen raus. Ich hoffe, alles gut bei dir. So, wir machen weiter mit der nächsten Party vom Tango. Thiago, ist das deine? Ich finde die Farbe geil. German Play Games. Kann ich gerne diesen Monat mal machen. Typisch Joni, grüß dich. Ich finde die mega, Thiago. Auch hier haben wir vom DJ Onyx. Wahrscheinlich den Fagio. Der hat ja Lobby Split. Schade, schade, dass ich nicht einsteigen kann. Das ist ein geiler Fagio-Roller. Weiter geht es mit dem Poldi. Und der Barty. Oh no steht hinten drauf. Ist Oh no nicht das Kennzeichen von unserem weltbesten Flötenspieler, dem MX? Mr. Ido, Grüße gehen raus. Crazy? Man munkelt. Man munkelt. Was für Weltbester. Haben Sie da gerade was gegen unseren weltbesten Flötenspieler gesagt? Also Horchi. Warte mal, Pro-Gamer habe ich gemacht, ja, habe ich gemacht. Horchi, gucken Sie mal bitte in den Stream-Chat, okay? Da steht MX, der weltbeste Flötenspieler. Und ich wette, dass der Stream-Chat mich doch niemals anlügen würde, oder? Also muss das doch die Wahrheit sein, wenn es da steht. Deshalb, ich glaube nicht, dass die Jungs mich da anlügen würden. Ich sag dazu nichts. Wenn ich was dazu sage, bin ich ein Idiot. Also, der dürfte kein Konzert geben. Ich glaube, MX bläst gerne. Ich bin Pomper. MX bläst sämtliche Flöten gerne. Von vorne bis hinten. Der trifft jeden Ton perfekt auf jeder Flöte. Genau. Armins Buddy ist hier am Start, aber Armin ist ja heute gar nicht dabei. Leider abgeschlossen. Aber Armin ist in unseren Gedanken auch hier im Stream dabei, mit seiner Barty. Okay, dann haben wir hier noch die Elektro, ist die von Crazy. Ja, die ist von Crazy. Kann man nicht hast meckern. Du die mitgebracht? Oder hast du die weitergegeben? Ne, die habe ich mitgebracht. Die ist auch sick. Wer die haben möchte, schreibt einfach Crazy an. Der macht bestimmt mit euch Giftcast to Friends. Tonight. Was? Yari Jäger, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Crazy liebt Opis. Weg zu Punkten. Grüß dich, Alex. Warte. Hallo. Also, mein lieber Alex. Florian. R6 Face Flo. Ihr Outfit finde ich mega, mega geil, okay? Aber dieses Fahrzeug.
Das geht ja mal gar nicht hier. Da sind Fischstäbchenfelgen drauf. Ist doch in Ordnung. Was? Ehre, er hat's eingelagert. Bester Mann, der Florian. Nein, Spaß, der war schon auf jeden Fall geil, aber ihr kennt doch meine Meinung zu Fischstäbchenfelgen trotzdem. Der war nicht schlecht. Also, armer Stani Dani hier einfach runtergekickt worden. Was steht denn auf der Bart hier hinten drauf? Maskulin. Wer hat die mitgebracht? Der Dani? Der Ozan ist heute, glaube ich, gar nicht dabei, oder? Den Ozan habe ich heute noch nicht gesehen, also denke ich mal, ist sie wirklich vom Dani. Definitiv einer meiner Favoriten-Bartys heute. Einer der Favoriten-Bartys, die ich heute gesehen habe hier. Und last but not least haben wir hier nochmal. Na gut, die Sanchez ist abgeschlossen. Okay, Jungs, stellt euch mal bitte auf den Parkplatz mit dem Fahrzeug, mit dem Motorrad, welches euch am besten gefallen hat. Ich würde sagen, ihr habt Zeit bis, ja, 22 Uhr in-game. Ah, die ist vom Lookman. Schokobär gucke ich dann nach dem Stream. Ich gucke während des Streams, das ist eine Sache, die ich mir in diesem Jahr vorgenommen habe. Ich werde in diesem Jahr, also ab diesem Jahr jetzt, nicht mehr während des Streams auf Discord schauen. Es sei denn, es ist irgendwie etwas Wichtiges, was Priorität hat. Und das wäre eben höchstens von meinen Moderatoren. Nehmt mir das bitte nicht übel, Jungs. Aber das ist halt eine Sache, die mir im vergangenen Jahr ein bisschen gestunken hat. Weil ich versucht habe, wirklich immer dann mir alles anzugucken, was ihr auch in den Streams geschrieben habt. Und deshalb habe ich jetzt so ein bisschen mal die Reißleine hier an der Stelle ziehen müssen, dass ich sage, ich gucke mir das nicht mehr on Stream an, sondern erst nach dem Stream. Wenn jetzt der Crazy sagt, hier ist was wegen Moderatorenzeug, wie zum Beispiel, wenn wir ein Gewinnspiel auslosen, dann ist das was anderes, da werde ich dann auch drauf reagieren. Aber sind wir auch ehrlich, im letzten Jahr kam auch oft einfach nur so ein Text, wie, hallo, ich wollte dich nur ärgern oder so. Das habe ich auch im letzten Jahr des Öfteren während des Streams auf Discord gelesen. Deshalb lese ich Discord immer erst nach dem Stream jetzt. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen, Freunde. Mann, der Thiago hat immer noch keinen Satz da gefunden in seinem Command. Dann helf ihm mal. Das ist nicht meine Aufgabe. Dem brauche ich hier seine. Wehe. Wie gesagt, Schokobär, ich lese es nach dem Stream und die Mitgliedschaft, die wird dir ja auch nicht wegrennen, Schokobär. WFG ist Keksmaske, bist neu, aber bist Moderator. Wie hast du denn das geschafft? Grüß dich. Okay, dann haben wir hier drei. Und da habt ihr echt gut abgestimmt, Leute. Muss ich euch sagen. Kommt eine Abo-Party. Nicht heute, am Wochenende wieder. Am Wochenende gibt es eine Abo-Party. Ja, dann haben wir einen Gewinner. Ich glaube, es war die Party vom Dani, oder? Herzlichen Glückwunsch, Dani. Lost, schreibt mir privat auf Discord, dann gucken wir mal, was wir da machen können. Aber ich werde das erst nach dem Stream mir angucken. Okay. Dann dürfen jetzt alle, die wenigstens das CP3-Level erreicht haben, bei uns auf dem Discord im CP3-Raum eine 3 reinschreiben. Wir werden jetzt was spielen und nach dem Spiel gucken wir dann, losen da aus, wer sich dann danach das nächste Spiel aussuchen darf von den CP3ern. Crazy, hast du auch was Bock? Da ja der Schnee weg ist, ne?
Habe ich mal wieder Bock auf Elfmeterschießen. Dann hoste. Ja gut. Ich muss mal schauen, ob ich das habe. Warte. Schokobär, wie gesagt, du bekommst die Mitgliedschaft, ja? Nur es wird höchstwahrscheinlich heute nicht mehr klappen. Weil der Horchi, der benötigt halt auch etwas von mir, damit er das für euch machen kann. Und das hat er heute von mir noch nicht bekommen. Das bekommt er zum nächsten Stream dann. Und deshalb habt dann auf jeden Fall bitte Geduld. Bis Mittwoch. Sei da jetzt auch nicht böse auf mich oder auf den Horchi. Wäre auf jeden Fall Baba Contra. Würde ich mich freuen. Hast du schon gehostet? Ich lade gerade rein, warte. Ich kann nur noch nicht einladen, deswegen. So, Schokobär, ja, den hast du, auch wenn ich deinen Crew-Pass-Command noch nicht gesetzt habe. Du hast mir aber den Screenshot von deiner Watchtime geschickt gehabt an Weihnachten. Und deshalb, der läuft ab jetzt schon. Du kannst dir auch schon das Profilbild bei uns auf dem Discord-Server einfach runterladen und das aktivieren. Und du müsstest auch den Rang auf dem Discord-Server schon haben. Wenn du den Rang noch nicht hast, dann einfach mal vielleicht den Maxwell hier im Stream-Chat anschreiben. Und dann hast du das auf jeden Fall auch. Den Rang dann auf Discord. So, Einladungen sind raus. Genau. Diogo, Grüße gehen raus. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, dir geht's gut. Ey, Crazy, achte mal auf die Zeit und ich muss mir mal eben ein neues Trinken machen. Mein Level Up ist leer. Ich bin das Zeug im Moment. Ich kipp davon mir 3-4 Becher am Tag. Das ist einfach so geil, ne? Ah, ich merk's. Ich beeil mich. Ich mach mir eben schnell einen neuen Becher. Bis gleich. Und achte auf die Zeit nicht, dass das startet, während ich mir den Level Up mache. Ja, ja. Alles klar, Mirko. It's Ska. L, tritt bitte unserer Crew bei. Also wechsel die Crew auf jeden Fall und dann komm in den Job nochmal neu rein. Der Chat von WFG ist voll mit coolen Emojis. Wollt ihr auch so coole bunte Emojis in den Chat senden? Natürlich wollt ihr, warum frage ich überhaupt? In die Freundesliste von WFG wollt ihr auch? Und ihr habt etwas Kleingeld übrig? Perfekt! Schließe jetzt eine Kanalmitgliedschaft ab und profitiere von den Vorteilen. Einen exklusiven Rang auf dem Discord-Server für alle Mitglieder, ein WFG-Emoji hinter deinem Namen in den Kommentaren und habe ich erwähnt, dass die Emojis echt der Hammer sind? Kanalmitgliedschaft ab 99 Cent und verbindliche Preisempfehlung. Horchi? Crazy? Red mal bitte ein bisschen mit dem Chat. Super Übergang. Ja Leute, auf jeden Fall lasst mal auf Ehren Like da, auch wenn ich jetzt gerade die Werbung verkacke. Aktuell haben wir, wenn mein Handy jetzt sich drehen würde, 129 Likes. Meine Einleit noch bis zu 130. Drückt auf ihren Like-Button. Nein. Und ja. Ich bin doch so ein Depp, oder? Ja, bist du? Oh, ich dachte, ich bin auf Einstellungen bestätigen und dann drückt er einfach auf Spielen. Ja. Oh. An der Stelle alle stehen bleiben? Oh, ja. Ah, crazy. Und dann nicht mal. Deine Fahrzeuge. Ja, egal. So dumm bin ich, ey. Egal, Leute. Alle mal den Lost Emote in Chat. Den Crazy und den Lost Emote. Ah. Bin ich deppert. Oh, Mann. Auf jeden Fall, Leute, wir warten alle am Start dann auf jeden Fall auf den guten WFG. Das war auch in dem Sinne auch meine Schuld so. Ja,
Für die es nicht reingeschafft haben, tut mir auf jeden Fall leid. Und ja, ich weiß halt nicht, ob der BFG dann sagt so, jo Leute, wir starten den Job neu. Oder wir spielen den Job zu Ende und dann machen wir wie gewohnt auch weiter. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall alle stehen bleiben. Leute, ich habe gesagt, alle stehen bleiben. Da muss jetzt auch kein Nuexier auf der Reihe tanzen oder auch so ein Polly. Alle stehen bleiben, sonst gibt's einen Crewkick. Ihr wisst Bescheid. Nuexier, ich habe eben was gesagt. Ich weiß, du bist neu, aber auch du musst dich an die Regeln halten. So. Klar, du wusstest es nicht, aber ich habe dir eben gerade gesagt so. Ja, ich weiß. Das ist nicht Neues. Das ist mies gelaufen, würde ich sagen. Aber stell dir vor, ich hätte bei 6 Spielen oder so gestartet. Das wäre clever. Crazy. Das ist, da kann man nicht meckern. Du bist so ein Held, ne? Ich weiß. Hast du wenigstens die Spielregeln erklärt? Ne, ich habe auf dich gewartet und habe den Leuten gesagt, dass sie erstmal warten sollen. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Du darfst gleich die Spielregeln erklären, damit wir alle ein bisschen was zum Lachen haben. Tim, nein. Grüße gehen raus. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich lese auch sofort die Donation vom Nachtwolf vor. Ich fahre nur eben nach vorne. Also ich bin kurz weg. Das war so klar. Das war so klar. Crazy, wenigstens hast du gewartet, bis ein paar Leute reingekommen sind und hast nicht direkt gestartet. Ja, ich bin mir sicher, wir hätten den Job schon voll gekriegt. Aber immerhin, da kann man nicht meckern. So, der Nachtwolf hat nochmal 10 Euro rausgehauen und dazu schreibt, der Getränke von Level Up schmecken echt gut. Ey, ich bin süchtig nach dem Zeug, besonders Galaxy. Beste Sorte meiner Meinung nach davon und ich kipp mir das die ganze Zeit schon. Nehmt euch da kein Beispiel dran. Eine Dose, eine Portion am Tag ist empfohlene Menge zum Konsumieren. Ich schwöre, der WFG, der trinkt dann auch so Offstream so und Party die ganze Zeit, ne? Ich denke mir so einfach, Digga. Mag eine Portion pro Tag. Sieht man ja, dass er sich dran hält. Marco, nachher schaue ich PSN. Siku, was geht? Jungs, gebt mir nochmal ein Hashtag Nachtwolf hier im Chat. Okay, Crazy. Hm. Hau die Spielregeln raus und Nachtwolf nochmal ein dickes Dankeschön an dich. Kurz geht raus. Ich kann dir aber nicht erklären. Das ist Warum das kannst du nicht erklären? So spontan geht das nicht, so. Boah, Mädels, habt ihr es dann? Heuchi, willst du die Regeln erklären? Leute, alle bis zur Startlinie, ey. Immerhin, Mann, Heuchi hat mir erklärt, als du bist jetzt crazy. Ja. Leute, alle auf den Befehl von einem guten Wirf gehört. Kommt, Jungs, kommt nach vorne gefahren. Ich glaube, bis ihr beiden das erklärt habt, ist. So lange geht das Spiel nicht mal. Dann ist wieder Weihnachten, wa? Das könnten wir auch mal. Ist okay. Warte. Dann ist wieder Weihnachten, sagst du? Natürlich. Frohe Weihnachten. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh wie er lacht, lebt auf deinem göttlichen Mund. Hatte ich noch so auf dem Steam Deck drauf, deshalb habe ich ihn jetzt mal abgespielt. So lost, ey, so lost. Nee, Jungs, ihr stellt euch der Reihe nach hintereinander auf, wie ihr es auch gerade hier schon macht. Selbes für das Crazy Team, was hier gerade, ja, nicht gerade optimal hintereinander steht, bin ich ehrlich. Das geht besser. Der Horch regelt das schon. Bei mir im Team sieht das Ganze schöner aus.
Nehmt euch mal ein Beispiel an den Jungs hier drüben. Und dann schießt ihr gleich, nachdem eure Namen aufgerufen werden, schießt ihr eure Elfmeter miteinander. Oder gegeneinander, besser gesagt. Immer eins gegen eins. Ziel ist es, in die Röhre reinzutreffen. Wer trifft, der fährt die Röhre bis zum Ende, stellt sich wieder hinten bei seinem Team an. Das rechte Team ist mein Team, das linke Team ist das von Crazy. Wer verschießt, der kann unten sein Leben pimmeln, nimmt den Checkpoint unten, beendet das Rennen, aber bitte nicht vorzeitig. Das Team, was am Ende noch Spieler übrig hat, gewinnt, oder das Team, was als erstes 20 Tore erreicht. Sollte was unklar sein, dann gebt einfach Bescheid. Okay, ist hinten alles gut, Horchi? Also die Reihe steht schon mal. Nur die Autos stellen sich gerade. Außer bei mir dieser Nuex. Der Gurkenwasser, der steht noch am Start AFK rum. Ich hoffe, der ist bei dir. So, bei mir im Team sind sowieso weniger als wie bei dir, ne? Ich habe gerade mal 3, 6, 7 Schützen. Du hast 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und Horchi. Was soll das denn jetzt heißen? Ja, Horchi steht da auch bei. So, das wollte ich damit sagen. Schießt du mit, Horchi, oder nicht? Ja. Gut, dann hat der Crazy 11 und ich habe 7. Das stimmt was nicht. Dann gehe ich noch rüber. Dann kommst du noch rüber und ich hole mir den letzten jetzt hier noch rüber. Das ist der Leon. Ah, Moment, hier, der Gurkenwasser kommt hier noch. Gurkenwasser, dann komm du bitte auch noch zu mir rüber. Ghost Scrooge, du kannst Armin anschreiben. Ja, gar kein Problem. MX, der weltbeste Flötenspieler, hat schon die nächste Lobby offen. Vielleicht gibt es dort ein Flötenkonzert. Oh Jungs, geht da am besten nicht rein. Ich feiere diesen Namen, ne? Der weltbeste Flötenspieler. Also an alle Leute, die in der WhatsApp-Gruppe sind vom Crew Pass, ich glaube, die haben schon das ein oder andere Lied vom MX dort gehört, oder? Hat euch das gefallen, was der da geflötet hat für euch? Definitiv. V-Schokobärsch, V. Ja, leider. Wie ja, leider? Beste Musik. Hier, der Ozi ist der Einzige, der hier Geschmack hat. Und der Dynamo. Darf ich nächstes Spiel mitmachen? Klar darfst du mitmachen, Lost. So, wir fangen an. Bei mir im Team kommt als erstes der R6 Face Flow. Wer kommt bei ihm crazy? Bei mir kommt der gute Poldi. Gegen den Lukas Podolski. Jungs, ihr dürft. Du guckst da hinten auch, wer da trifft, ne? Scheiße. 1-0 für Team Crazy. Ja. Gut, dann machen wir bei mir weiter mit dem Schokobär. Der treffen wird. Bei mir der gute gegen Marco. Ihr dürft, Jungs. Das war gar nicht mal so schlecht. Er hat Albträume davon bekommen, der Son Gohan. 2-0 für Crazy. 2-1, aber nur noch. Schokobär hat dann auch noch getroffen. Verdammt. So, bei mir kommt der Mainz. Bei mir kommt der Joel. Gegen den Joel. Ihr dürft. Und ich hoffe, der Mainz spielt jetzt wie Mainz gegen die Bayern in der ersten Halbzeit und nicht wie in der zweiten Halbzeit. Natürlich in der zweiten. So. Nix, nix, nix. Darf doch nicht wahr sein. Ja. Dein hat auch verschossen. Ich weiß, aber trotzdem.
No risk, no fun. Ich denke, du weißt, wie das funktioniert hat im Dezember, oder? Im Adventskalender. Genauso werden wir das heute auch machen. Bei mir kommt der Nasser. Hey, ich glaube, den Nasser habe ich heute noch gar nicht im Streamchat gesehen. Ne? Nasser, grüß dich. Frohes Neues an dich. An dieser Stelle noch an dich. So, Mann. Was ein Deutsch heute wieder. Telektro, Grüße gehen raus. Ich hoffe, auch bei dir ist alles gut. Frohes Neues. Und beim Crazy kommt Pause. Also R6. Kommt Pause. Also R6. Ihr könnt. Genau, no risk, no fun. Rusty, frohes Neues. Meiner hat verschossen. Meiner hat verschossen. VR6. V. Gut, Florian, und dir? Oh, Max, das ist mies. So, dann kommt bei mir der Dennis, der Den Eis. Gegen. Bei mir kommt der Is. Ken ihn doch. Der Dino. Ihr dürft. So, gleich eine Stunde Torch und kackt mich dann an. So, 2-2, Mein hat getroffen. Und der Dino hat verschossen. Ich kenn ihn doch. Mann! Also, Heuchi, eigentlich solltest du unparteiisch sein und dich nicht darüber aufregen, wenn jemand aus Team Crazy verschießt. Mesoido, frohes neues Jahr. Ich hoffe, dir geht's gut. Bei mir kommt der Stani Dani, beim Crazy kommt der Aubameyang. Der Andy Aubameyang. Ihr dürft, Jungs. Ja, komm, komm. Nein. So eine Scheiße aber auch, ey. Ja. Das kannst du laut sagen. Beim nächsten Mal Elfmeterschießen müssen wir den weltbesten Flötenspieler MX holen, dass der die Nationalhymnen vorflötet, nein, vor dem Schießen. Abgelehnt. Nein. Bei mir kommt der Akik. Wer ist das bei eigentlich? Contra oder Maxwell? Contra. Bei mir kommt der Kettenraucher. Gegen den Alex. Ihr dürft. Dann trifft keiner mehr, schreibt Zongo. Nicht nur das, die sind dann alle hörgeschädigt. Die hören dann nicht mehr, wenn die schießen dürfen. Ja gut, beide verschossen. Ja. Weiterhin 2-2. Kann man nicht meckern. Bei mir kommt der Leon, beim Crazy kommt der Luke-Mann. Der Luke-Man, ihr dürft. Rusty, der Caio Perico heißt es, wenn man alleine Geld machen will, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Du brauchst keinen anderen, der da irgendwie mit dir spielt. Und wenn du gut bist und schnell bist, da gehst du da auf jeden Fall mit gutem Gewinn raus. Also ich denke, solo gibt es keine bessere Variante, schnell das Geld, was du beim Caio Perico heißt, bekommst, legal in GTA Online zu bekommen. Klar, im Solo Money Glitch, das sind andere Sachen so, aber auf legale Art und Weise Caio Perico heißt, vor allem weil er halt solo ist, ne? Beide verschossen, da muss der Horschi jetzt bei mir treffen. Und der Gegner vom Horschi beim Crazy. Nur X hier. Ja, konnte ich nicht lesen. Der Crazy hat gesagt, ihr dürft. Pink is the gang. Ey, Horche, sing mal. Leon Wallon, du musst mir einen Gefallen tun. Ich habe auf deinen Preis, also was du im Adventskalender gewonnen hast, Horche hat verschossen, scheiße. Sowas Kleines an der Seite draufgeschrieben, okay? Dein hat das Spiel verlassen. Damit weiterhin 2-2. Und wenn du das gelesen hast, was da drauf steht, dann musst du das direkt einmal dem Crazy auf Insta schreiben.
Okay, bei mir kommt der Pause. Und dann kommt bei mir halt der Lukas Podolski. Der Gurkenwasser. Gegen den Poldi. Ihr dürft. Ja, du, Leon Wallon. Auf deinem Preis habe ich an der Seite etwas draufgeschrieben. Das einmal durchlesen, wenn der Preis bei dir zu Hause angekommen ist. Und was dann dort für eine Nachricht draufsteht, die einfach mal dem Crazy privat auf Insta schreiben. Ich hab irgendwas mit stinkt oder so. Hast du die Preise schon losgeschickt? Dino, ich habe heute 4 Stunden lang Preise verpackt, okay? Also Post fertig gemacht. 3-2 für Team Crazy. Ich habe die Preise 1 bis 20, also aus den Kalendertürchen 1 bis 20, habe ich heute fertig gemacht. Das Ganze wird morgen zur Post gehen. Also morgen wird es rausgeschickt, heute habe ich alles verpackt. Bei mir kommt der Schokobär, beim Crazy kommt der Marco. Und die Preise 21 bis 24 werde ich, denke ich mal, morgen oder übermorgen dann verpacken. Und gucken, wie ich das schaffe. Alleine das Paket, was der Pascal bekommt, ich glaube, das ist das größte Paket. Ja, da graust es mir jetzt schon vor, das zur Post zu bringen. Pumuckl, grüß dich. 4-2 für Crazy. Ja. Und Schokobert verschossen, das kann doch nicht wahr sein. Da kann man nicht meckern. Da kann man schon mal meckern. So, der Dennis muss jetzt bei mir alles retten. Wir liegen mit 2 Toren hinten. Das ist das schlechteste Elfmeterschießen ever bei uns. Der Poldi beim Crazy. Weo, grüß dich, frohes neues Jahr. Ihr dürft. Ah, Ghost Scoot. 700 Punkte, die setzt du doch auf so einer halben Arschbacke ab. Ist doch nix, 700 Punkte. Natürlich. Oh. Beide verschossen. So, jetzt sag mir bitte nicht, dass ich keinen Spieler... Ja. Ja, da kannst du von mir aus auch selber mitfahren. Tobias, ich weiß nicht, wie viele Punkte du hast. GTA 5 Gaming, Grüße gehen raus. 4-2 für dich, ne? Oder 4-3? Hm. 4-2, ne? 4-2. Okay. Du hast aber auch nur noch den Poldi, ne? Poldi ist raus. Ich habe nur noch den Marco. Oder Marco ist es. Ja. Okay, bei dir kommst du halt, der Marc, und bei mir kommt der Marco. Nicht reinscheißen. Nicht reinscheißen. Ich hab ganz knapp daneben geschossen! Ja! Und bei mir hat der Marco getroffen. Ja. Der Marco darf als erster und einziger das Rennen beenden. Nein, Mute. Man darf erst reinschreiben, wenn ich das gleich vorstelle. Und ich werde es gleich vorstellen. Aber erst gleich. Ja, ich hatte aber schon Dings reingeschrieben ab 23 Uhr. Nee. Wir haben erst ganz kurz nach 23 Uhr. Hat da schon jemand reingeschrieben? Sagen wir so. 2, 4, 5, 6, 7 Leute. Ja gut, weil du reingeschissen hast, Crazy. Du hast gesagt, du hast da 23 Uhr hingeschrieben. Da müssen wir uns auch dran halten. Also gefühlt scheiße ich momentan jeden Tag ein. Also heute zumindest. Alle anderen dürfen auch beenden. Ja, da hast du recht, Crazy. Aha. Alle anderen dürfen auch beenden. Also Marc, jetzt treffe ich nochmal für dein Team. Was soll das? Alle wieder zurückkommen. Crazy hat für unser Team getroffen. Damit haben wir gewonnen. Meine Elfmeterschießen-Serie hast du kaputt gemacht hier. Tja, da kann man nicht meckern. Da kann man sehr wohl meckern.
kann man mal machen hier auf der Autobahn beim Elfmeterschießen fahren. Lost, wie, du bist nicht mehr in der Crew drinne. Karatschko, grüß dich. Lost, dann stell eine neue Anfrage an die Crew. Vielleicht ist das ein Bug, ich weiß ja nicht. Dann stell nochmal eine Anfrage an die Crew. Der Crazy kümmert sich dann gleich auf jeden Fall drum. Ja, sicher. Okay, hat der gemacht. Ich hab's nicht bis nach Norden geschafft. Ich hoffe, unser weltbester Flötenspieler MX hat uns in die Lobby eingeladen. Wenn nicht, dann Schluss vor. Also mein lieber weltbester Flötenspieler MX, ich habe keine Einladung. Gamebase, Alter, ich komme da immer noch nicht drauf klar, ne? Das ist mir so kompliziert. Wie heißt der MX im PSN? MX SSAB. Traurig, dass ich das weiß. Ich finde den nicht. Dieses PS5-Menü, der ist so unübersichtlich. Und verbuggt. Ne, MX SSAB, ne? Ja. Der ist doch in der Party. Ich habe die Party gerade nicht gefunden. Entspannt, Marc, entspannt. Jungs, das ist der einzige Grund, warum ich sage, PS5 ist Kacke. Wegen dem unübersichtlichen PSN-Menü. No risk, no fun, ich zeige gleich in der Lobby, was es zu gewinnen gibt. Ich muss erstmal das Bild davon raussuchen. Nimmt mich kurz einer mit. Okay, Leute, Crew-Anfragen wurden bearbeitet. Bitte mitnehmen. Damit ich eben zeigen kann, was es heute noch mal zum Gewinnen gibt. Na, ey, nicht hier runterfallen. Aufsteigen. Ah, geht doch. So, wo haben wir's? Moment, ich bereite das eben kurz vor, dass ihr es seht. Stefan, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe die CP-Level immer noch nicht bearbeitet, Stefan. Das tut mir leid. Trotzdem frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Und ja, ich zeige euch kurz, was es zu gewinnen gibt. Diesen Preis, den gab es schon mal am 24. Dezember im Adventskalender Türchen 24 zu gewinnen. Es ist ein Team WFG T-Shirt mit allen Unterschriften von jedem einzelnen Moderator. Gut, der Horchi ist auch drauf, aber der ist auf diesem Bild noch nicht drauf. Zu dem Zeitpunkt hat er noch nie unterschrieben gehabt drauf. Das gibt es heute noch mal zu gewinnen.
Derjenige, der es gewonnen hat am 24. hat den Preis zurückgegeben. Er hat gesagt, er möchte es doch nicht haben. Deshalb wird das Ganze einfach jetzt nochmal heute an euch verlost. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ihr machen müsst, um dieses T-Shirt zu gewinnen, dann geht jetzt auf den Discord-Server, geht in den Raum, nein, es ist nicht der Raum Dezember, weil wir nicht mehr Dezember haben, sondern, wie heißt der Raum, Crazy? Gewinnspiel. In den Raum Gewinnspiel und dort ballert ihr jetzt eine Zahl von 1 bis 200 rein. Keine 0, keine 1,5, keine 203, 1 bis 200, wer am nächsten an der Zahl dran ist, gewinnt dieses T-Shirt. Ich wünsche euch allen viel Glück. Und wer seine Zahl bearbeitet oder löscht oder sonst irgendwas macht, wird disqualifiziert. Aber ich denke mal, das wisst ihr auf jeden Fall. Warum will er das nicht? Ich kann es euch nicht beantworten. Müsst ihr ihn selber fragen. Crazy, ich würde sagen, wir gucken jetzt, wer das CP-Spiel aussuchen darf. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Leute reinschreiben dürfen, ne? In den CP-Raum. Ja. Wie wollen wir das machen? Willst du das machen? Lass dir eine Zahl schicken? Du da kannst mir da sagen. Also ich gehe jetzt in den Raum und gucke, wie viel reingeschrieben haben. Ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Leute, gebt mir eine Zahl zwischen 1 und 11. Ich nehme die 8. Die Nummer 8 gibst du mir. Gut, dann zähle ich von unten. 11, 10, 9, 8. Ich muss die 8 leider disqualifizieren. Die 8 hat ein E reingeschrieben. Deshalb gib mir nochmal eine Zahl von 1 bis 10. Die 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist der Dennis. Ist der Den-Eis denn da? Möchte er sich ein Spiel aussuchen, was wir als nächstes spielen? Welches Spiel wünschen Sie sich, Herr Eis? Ritwan, grüß dich, frohes neues Jahr, ich hoffe, dir geht's gut. Mann, der macht das aber auch hier spannend, ne? Der Dennis. Natürlich. Soll ja auch spannend bleiben, oder? Also Dennis, Ihre Spielewahl verfällt in 30 Sekunden. Dann suchen wir einen anderen aus, der sich ein Spiel aussuchen darf. Bluepoint, ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke, dass du dabei warst. Schlaf gut. Gun-Pokémon. Hast du das markiert, Dennis? Okay, ja, der Dennis hat es direkt gehostet dann. Ey, Crazy, ich hab gleich schon wieder einen Becher. Level up leer. Marc? Mhm. Danach gibt's nur Wasser. Sie haben vorhin selber gesagt, eine Portion pro Tag. Wir haben gleich nach 0 Uhr, dann kann ich direkt schon die nächste nehmen. Das ist ein Argument. Dino, nein. Ich gucke während des Streams keinen Discord mehr. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Stani, Dani, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Ah, Papa la Papson Gohan. Euch, hier kommst du auch noch? Nasser, beeil dich, dann warten wir noch kurz, ja? Ich glaube, Horschi ist eingeschlafen, oder? Nee, Horschi geht jetzt pennen. Nein. Doch. Nee.
Der Horchi hat noch Bock aufs Spiel. Aber Horchi, wenn du jetzt noch 3 Minuten warten würdest, dann könnten die Jungs dir nochmal zum Geburtstag gratulieren. Okay, komm, die 3 Minuten warte ich. Ich muss noch einmal flexen, deswegen. Ey, Mark, hast du noch den mit einem Spiel? Ritwan, Ausrufezeichen Video in den Chat und dir das Video angucken. Dort wird alles erklärt, wie du bei uns mitspielen kannst. Sandro, grüß dich. Ich hoffe, alles gut bei dir. Was sagst du? Ob du noch den einen Clip hast mit dem Spiel. Welchen? Ein Spiel. Möchte. Ja. Hier. Was ich von Ihnen will. Ein Spiel möchte ich noch spielen. Soll ich rübergehen oder? Ja, du gehst rüber. Aber ich habe durch dich jetzt einen weniger. Das ist mir egal. Also Pepsi Cola Light. Bruder, wenn du schon Englisch schreibst. Schreib richtig Englisch. Ist ja schlechter als mein Englisch, ohne Scheiß. Und ich habe schon total katastrophales Englisch.
Für die Leute, die mich schon on-stream hier Englisch sprechen gehört haben, die wissen Bescheid. Aber Motherfucker schreibt man definitiv nicht so, wie du es gerade geschrieben hast, Bruder. Selber faule Lilimaus. Selber. Wir haben ein neues altes Kanalmitglied. Die Lilimaus ist zurück in der WFG Family. Komm, da kriegt die Lilimaus mal ihren Wunschclip hier. Da weiß man ja sowieso, was die sich wünscht. Lautnix, schreib mir eine Nachricht im PSN bitte nochmal. Schreibst du rein, dass du Lautnix bist. Und dann nehme ich die auch an. Ist wahrscheinlich irgendwie untergegangen. Lost, bei welcher Crew hast du denn angefragt? Bei welcher WFG-Crew? Okay, Crazy, dann bist du bereit? Ja, sicher. Dann hau raus, wen schickst du rein? Ich schicke... War da einen, ne? Einen, ja. Ich schick den Leon. Aber Lilimaus, da hat der Armin doch gesungen. Ich schick den Mainz. Mit der Rico-Maske. Crazy, was machst denn du eigentlich da hinten? Ich sehe dich da irgendwo im Himmel rumfliegen. Ja. Dann ja. Hast du noch das Pronix-Outfit an? Was natürlich. Ist als nächstes? Erwische dich als nächstes im Wald? Na, nix. Leon, ab ins Spielgebiet. Ah, ja gut, das erklärt alles, wenn du in der V9 angefragt hast. In der V8 angefragt hast. Einfach mal Ausrufezeichen Crew und an die Crew dann anfragen. Ich schick den Joel. Ich schicke den Kettenraucher. Lilimaus, versuch mal bitte das P von Points groß zu schreiben. Jungs, danke für fast 170 Likes auf dem Stream. Kuss geht an jeden Einzelnen raus, der ein Däumchen da gelassen hat. Easy Way Out, grüß wow. Dich. Baba Joel. Ich schick den Poldi zusammen mit dem Maxwell. Dann schicke ich halt den Nasser und den Schokobär. Tom, Grüße gehen raus. Ich hoffe, dir geht's gut. Lilimaus, versuch mal jetzt.
Mark? Ja. Was ist da los? Was ist da wo los? Sie haben das Spiel verlassen. Wer? Du? Ich? Nee. Ich bin noch hier drin. Ja. Nö. Jetzt steht da, dass ich gewonnen habe. Ja. Lobby Split. Boah, entspannt. Ich join zurück rein. Schick du bitte dann weiter rein, bis ich drinne bin. Ja. So, bei mir schicke ich auf jeden Fall den. Warte. Ne, die sind noch drin, oder? Klar, die sind ich noch weiß drin. Nicht, ob die noch am Fighten sind. Bei mir war Lobby Split. Ja, bei mir sind sie noch am Kämpfen, oder? Ja. Ist MX drin? MX ist noch drin. Gut, dann kann ich ihm danach joinen. Ich nehme die FA gleich an, laut Nix. Ich muss aber erstmal wieder zurück in die Lobby joinen. 8:11 ist ja schon fertig, ne? Da war ja was. Dann, Leon, Nasser und Schokobär ab in eure Base, so gesehen, zurück. Vor eurer Base ist ja so gesehen noch so ein Viereck, da könnt ihr reingehen. Daran erkenne ich schon, wen ich geschickt habe und wen nicht. Von dein kam keiner rein, meinten die. Ich hatte bei mir den Maxwell und wer war es noch? Wen hatte ich neben dem Maxwell geschickt? Das war derjenige, der direkt neben dem Maxwell in der Box war. Neben Maxwell? Mhm. Nasser schreibt gerade, ihr habt noch gar nicht gekämpft. Aitekin, grüß dich, ich hoffe, dir geht's gut. Maxwell ist gar nicht mehr drin, oder? Maxwell war mit Scumpant oder wie der Account heißt, drin. Okay, Maxwell und Nasser hatte ich rein. Nee, Nasser war ja dein Team. Hm. Maxwell, bist du aus dem Job rausgeflogen wegen Inaktivität? Okay, dann schicke ich R6. Brauchen wir noch einen zweiten oder ist nur einer im Kampf? Ich glaube, einer ist schon drin. Der Nasser. So, jetzt gehe ich aber wirklich pennen. Bis dann. Euchi, schlaf gut. Gute Nacht, Euchi. Maxwell schreibt, der hatte Lobby Split. Ich wünsche euch soweit noch viel Spaß beim Stream. Bis dann. Okay, dann schicke ich den Dennis, da der R6 am Kacken ist. Ja. Schokobär schreibt, bei dir war er auch drin. Ich meine, dass er bei dir war, weil er schreibt, ja, okay. Den schicke ich dann gleich. Jetzt sage ich doch R6, ab der Kakaui. Baba. Okay. Ich schicke Poldi. Ich schicke den Schokobär. Alles klar, Lost. Werden wir gleich gucken. Der Lost hat die ganze Zeit in der falschen Crew angefragt, Crazy. Ja, Lost. Mike, wie meinst du das Crew-Emblem-Glitch? Alex, der Son Gohan hat schon eine Lobby offen. Heute ist Baba. Nicht unser Tag. Wir kriegen heute nur auf die Fresse. Das ist doch normal, was? Schick den Dino. Gut, dann schicke ich halt den. Wen haben wir denn da? Den MX. Ich kenne ihn doch. Nee, das war Dino. Just a little Kriegsverletzung, Vietnam, weißt du? Dino, wenn du mich gerade hörst, du hast vorhin mal eine Audio gemacht auf WhatsApp, wo du gesagt hast, Horchi, ich kenn dich doch. Diese Audio hat mir Horchi geschickt
Ich habe mit meinem Handy diese Audio abgespielt und zeitgleich mit dem Handy auf die X-Taste des Controllers gedrückt, um mein FIFA-Pack zu öffnen. Aber es kam leider nichts Gutes bei raus. Hätte besser singen müssen, oder? Ja, möglicherweise. Ja. Und wenn Horchi gerade noch da ist, wird er sich gerade wieder aufregen, weil ich das wieder aus der Audio wiederholt habe. Matte Crewfarben gibt es leider nicht. Den Thiago habe ich jetzt auch die Tage im Pack gezogen. Ja, das stimmt, Thiago. Boah, das weiß ich leider nicht, Mike. Das Auto auf dem Thumbnail, das ist auch eine Mattfarbe. Das ist aber keine Crewfarbe, sondern die Farbe ist gemoddet. Die habe ich mit Modmenü gemacht, die Farbe, und das Auto mit Gift Cars to Friends in der Garage abgespeichert. Nachmachen kann man diese Farbe leider nicht. Man kann sich diese Farben, also diese Autos mit diesen Farben, leider nur mit einem Gift Cars to Friends Glitch holen. Aber im Los Santos Customs sind diese Farben leider nicht nachmachbar. Ah, was ein Deutsch heute wieder. So, jetzt schicke ich aber R6. Und dann schicke ich den R6 Hastlo. Dinofy, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Alles klar, Red One. Laut nix, nein, ich habe das mit Menü am PC gemacht, also Mod-Menü Menü. Und das Ganze dann in das Safe reingemacht, beziehungsweise mein PC-Safe einfach, nachdem ich es am PC gespeichert habe, zu einem PS4-Safe gemacht und es dann eben online geholt. Yasser, grüß dich. Wen hast du im Kampf drin, Crazy? R6 Heslo. Der dein R6 Hops nimmt. Ja, meiner hat auch eine scheiß Muskete. Was? Groß. Laut nix, klar geht das. Das ist doch echt easy. V. Wie V? Ja, er hat gewonnen. Ich schick den Joel. Ich schick den Mr. Lido. Hey you, grüß dich, frohes neues Jahr, ich hoffe dir geht's gut. Ey Crazy, ich hab schon wieder ein Level Up leer. Nicht dein Ernst, oder? Mhm. Wir haben erst seit einer Viertelstunde den 5.1. Und du hast schon dein Level Up leer. Das war noch vom 4.1. das Level Up. Ja, den 5.1. den hab ich gleich noch. Jetzt kommt die Ausreden. Mein Team hier am Rasieren. Pferde. Ich schick den Dino. Ich schick den Nasser. Eitekin, ich denke so bis 1:30 streamen wir heute. Nicht allzu lange, weil ich halt heute auch erst zu spät erfahren habe, dass einige morgen schon Schule haben. Davon bin ich nicht ausgegangen. Hätte ich das direkt von Anfang an gewusst, hätte ich heute kein Late Night gemacht, sage ich euch so, wie es ist. Ja, deshalb machen wir auch nur so bis 1:30. Janovic, mir geht's super, wie geht's dir? Wie ich auf PSN heiße, einfach Ausrufezeichen PSN in den Chat. Ritwan, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja. Okay, aber alles oder nichts. Ich schick R6 und Joel. Als Tag-Team. Ich schick den Leon und den Schokobär.
Dinofy weiß ich leider nicht mehr, tut mir leid. Oh, der R6 hat ein Loch im Bauch, hast du das gerade gesehen? Ja, ich hoffe, Aber der hat R6. Habe ich das? Mach dir keinen Kopf wegen dem Loch im Bauch. Ah, just a little Kriegsverletzung. Vietnam, weißt du? Das wird schon wieder. It's just a little Kriegsverletzung. Mann, das dauert aber heute lange, bis sich unser weltbester Flötenspieler hier im Chat darüber aufregt. Denkst du, er regt sich nochmal auf? Ich hoffe. Ja, das hoffe ich auch. Er schreibt, er regt sich nicht auf. Crazy. Hört man einen Party-Sound? Weiß ich nicht. Hast du alle gestimmt in der Party? Nö. Warum? Weil Baba. Eigentlich was abspielen wollte in der Party. Also normal dürfte man nichts hören. Joel Bestermann. Okay, wen hast denn du noch? Ich habe noch den Nasser, glaube ich. Ja, Nasser. Okay. Ich schick R6. R6, zerleg hier mit Maskete. Egal. Nimm auseinander! Gut, ich weiß, ich lehne mich hier weit aus dem Fenster. Der Nasser ist ein sehr, sehr guter PvP-Spieler. Der würde mich auch hops nehmen. Hätte der hier, keine Ahnung, eine Muskete? Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Yeah. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Hätte der eine Muskete? Und ich hätte ferngesteuerte Orbi. Ich glaube, der würde mich trotzdem damit killen. Deshalb, ich weiß, ich lehne mich hier aus dem Fenster, aber rasier hier. Fürs Team. Und der Nachtwurf haut an dieser Stelle nochmal 10 Euro raus. Und dazu schreibt er, wann haben Sie Zeit, meine Nachricht im Discord zu lesen, bitte? Nachtwurf, ich lese die, sobald der Stream Ende ist. Wenn ich zu lange brauche, um Nachrichten zu beantworten, Nachtwurf, dann schreib einfach nach einem Tag nochmal irgendwie einen Punkt oder so in die Nachricht rein, weil in letzter Zeit habe ich sehr, sehr viele Nachrichten auf Discord und da überlese ich sehr, sehr viel, bin ich ehrlich. Dann einfach nochmal mir neu schreiben. Ich gebe mein Bestes, dass ich schnell antworte. Jungs, gebt mir ein Hashtag Nachtwolf im Chat. Vielen, vielen herzlichen Dank, Nachtwolf. Kuss geht raus an dich, danke. R6, könntest du mal langsam was machen? Reflex, frohes neues Jahr. Danke, dass du trotzdem kurz da warst. Crazy, hat R6 bei dir das Spiel verlassen? Wait. Ja. Ja. Ja, dann schicke ich den Joel. Wenn der R6 aufgibt, kann hier nichts dran ändern. Ja. Denn das macht das schon. Frank, ich wünsche dir auch ein frohes Neues. Komm mal, ich habe einen Bug gerade.
Meine Kamera ist irgendwie am Arsch der Heide hier oben gefroren. Ich kann nichts machen. Auch wenn ich jemand anderem zugucken will. Sieht aus wie Editor. Wir machen das gleich, Pro-Gamer. Dinofile, wieso haben wir denn noch nie miteinander geschrieben? Crazy, komm, den gibt's so auf den Nacken, Leon. Gönn dir. Ich vermisse den LSD-Crew Crazy. Vielleicht kommt der bald mal wieder. Müssen wir mal gucken. Alles klar, Song One. Komm gleich zu dir rüber. Resul wünsche ich dir auch. Danke. Boah, die Karre geht mir um den Sack. Erstmal einlagern. Kali-Profi, frohes neues Jahr, ich hoffe, dir geht's gut. Boah, dieses Menü, ne, ist so unübersichtlich. Jetzt ist die Party hier auf einmal hier. So, entspannt. Ja, da blickt mal einer durch auf, bei dem PS5-Menü. Ja, natürlich. Warum mir geht's nicht? Auch super, Kali-Profi. Also, Freunde, nochmal die letzte Aufforderung an euch alle. Ja, jeder, der von euch am Gewinnspiel teilnehmen möchte, geht jetzt auf den Discord, geht in den Raum Gewinnspiel und schreibt dort noch eine Zahl von 1 bis 200 rein. Natürlich nur diejenigen unter euch, die noch nicht teilgenommen haben. Wir lösen gleich das Gewinnspiel auf. Ghostcrew, ich bin dafür nicht zuständig. Das macht immer der Armin. Deshalb einfach Armin schreiben. Jason, grüß dich. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, dir geht's gut. Okay. Sag mal, hat da gerade jemand mit Schneebällen geworfen? Ich glaube, der Dead's Alone hat gerade einen Schneeball, als ich ins Auto eingestiegen bin, geworfen auf uns. Dead's Alone, hast du noch Schnee? Vielleicht hat der Konsole in Ruhemodus oder so gehabt. Ah, er ist der Lautnix. Ich habe dich noch nicht in der FL, Lautnix, oder? Gamebase. Hier, da steht's. So, dann haben wir den jetzt auch in der FL. Dann passt es ja. Marco, was hast du mit den geschriebenen PSN? Genau, Aitekin, 1 bis 200. Nachtwolf. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Hier, yeah. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt.
Holdi, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Frohes Neues. Wann wird das Gewinnspiel ausgelost? Ich würde sagen, komm, lasst uns noch irgendwie eine Runde Sniper vs. Bikes oder so auf entspannt spielen. Und danach losen wir aus, oder? Fänd ich gut. Ist jemand in der Lobby, der das hat? Crazy, hast du das vielleicht? Das DK irgendwas? Ja, lass uns das spielen. Wait, ich muss schauen. Ansonsten, der Poldi schreibt hier gerade, ob er hosten darf von mir. Das kann der Poldi auch hosten. Aber bitte nur einer dann, ne? Entweder Poldi oder Crazy. Was gibt es zu gewinnen, beziehungsweise welches Gewinnspiel? Wir verlosen nochmal das WFG T-Shirt, was es auch an Weihnachten gab. Der Gewinner, der es an Weihnachten gewonnen hat, der hat mir eine Nachricht hinterlassen, dass er das Ganze doch nicht haben möchte. Deshalb verlosen wir das heute neu. Und der Nachtwolf haut an dieser Stelle hier nochmal 5 Euro raus. Und dazu schreibt er, die Punkte sind raus auf dem Discord. Vielen Dank, Nachtwolf. Ich werde es auf jeden Fall abchecken. Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank. Marius, aktuell kann die PS4 und die PS5 zusammenspielen. Yep. Okay, der Poldi hat gehostet, Crazy. Wir können joinen. Ja, na dann. Let's go. Wie macht man im Gewinnspiel mit? Einfach auf dem Discord-Server kommen. Ausrufezeichen Discord. Dort gibt es einen Raum, der heißt Gewinnspiel. Und dort schreibt ihr einfach eine Zahl zwischen 1 und 200 rein. Wer am nächsten dran ist, der ist gleich dann der Gewinner. Wann wird verlost? Ja, nach dem Spiel losen wir aus. Danke, Poldi. So Jungs, wer noch mitspielen möchte, der joint jetzt ganz schnell. Okay, Poldi, dann würde ich sagen, wir können starten. Ey, Schokobär, diesen Satz habe ich doch echt vermisst. Habe ich das ganze Jahr hier noch nicht gehört von dir, diesen Satz. Können nur Kanalmitglieder joinen? Nein, jeder kann bei uns mitspielen, Resul. Einfach Ausrufezeichen, Video dafür in den Chat. Und dir das Video dann in Ruhe angucken. Dort wird alles erklärt. Crazy, kannst du kurz wegen dem Lost gleich seiner Crew-Anfrage gucken? Ja, mach ich kurz. Ein Country Boy für den Luke Man kommt mit ganz viel Liebe. Ein echter Country Boy. Armin aus dem Dschungel. Klar weiß ich, was RP ist. RP ist Roleplay. Allerdings machen wir hier kein Roleplay. Das ist nicht so ganz unsere Welt hier. Nein, Marco. Ja, Schokobär ist aber auch klar, ne? Morgen ist Schule. Und da können die Leute halt nicht mehr online sein oder nicht mehr zocken, haben aber den Stream am Laufen. Ey, ich hab immer noch keine Waffe. Ey, Mark. Crazy? Ich hab den MX eben in der Party ein bisschen aufgeregt. Was hast du gemacht? Nicht jugendfreundlich.
Ja, gut. Er meint halt nur so zu Ende so, boah, jetzt reicht's, jetzt gibt einen Stumm. Ja, kann er nicht meckern. Definitiv nicht. So. Diamond Life Roleplay PS4, Bruder. Ich werde mich da, denke ich mal, nicht melden. Trotzdem danke für das Angebot. Ich lege halt Wert darauf, mit meiner Community hier zusammen zu spielen. Und wenn ich Roleplay oder sowas spielen würde, kann ich das einfach nicht mit meiner Community machen. Und deshalb werde ich das Angebot auch nicht annehmen. So, Crown fragen, wenn man bearbeitet. Was muss man für das T-Shirt machen? Ja, du gehst auf Discord-Gurkenwasser, schreibst im Raum Gewinnspiel, eine Zahl von 1 bis 200 rein. Und wenn du es gewinnst, dann musst du es einfach nur anziehen. Dennis, welche 1 Million meinst du? Wenn ich das gewinne, laufe ich 3 Runden um den Block. Meinst du, also Dennis, meinst du vom Prime Gaming? Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe heute wieder 200.000 für den Login bekommen. Aber ich bin halt auch ein bisschen lost im Moment in GTA. Ich weiß nicht, für was ich da irgendwas bekomme, wenn ich mich einlogge. Crazy, bist du Motorradfahrer oder du schießt? Ist bei mir im Team. Sag mal, haben die den Job bearbeitet? Diese Sachen hier an der Wand, das war doch vorher nicht, oder? Doch, das war echt? Vorher schon. Ja, ja. Oder was meinst du? Das Schwarze? Oder? Das Schwarze da, diese Rahmen oder was das da ist. Ja. Das kann definitiv neu sein, aber. Ja, kann neu sein. Wo bleibt der? Wo bleibt der? Sag mal, sind die schon oben? Ja, einer ist oben. Kann auch sein, dass der gerade getötet wurde. Das hoffe ich mal. Ghost Scoot, wenn du in der V8 bist, kannst du doch sowieso mitspielen. Dennis, ich habe keine Ahnung, ob ich diese Millionen doch schon bekommen habe. Die Giftcast to Friends Glitches, die gehen noch, ja, Freunde. Crazy, hast du eine Ahnung, wo die sind? Ja, aber schwer zu sagen. MX fährt halt gerade hoch. Der bleibt da gerade stehen, also vorletzte Ebene. Beim Hochfahren. Und oben ist einer. Ja, Schokobär. Hat MX? Du MX, einmal auf der Flöte das Lied vom Tod bitte abspielen. Ach ja, MX, it's just a little Kriegsverletzung. Vietnam, weißt du? Ah, just a little Kriegsverletzung. Vietnam, weißt du? Okay, Ghost, gut. Wer hat eine Lobby? Oh, das ist eine gute Frage. Vielleicht der Son Gohan. Ich weiß es gerade nicht. Ehre Gurkenwasser. Nee, Son Gohan spielt diesmal mit. Das heißt, wir haben keine zweite Lobby. Das heißt, ich mache dann einfach nach dem Job eine Lobby auf.
Kann man auf dem iPhone kein Mitglied werden? Leon, wenn du den Button VIP dort nicht hast oder Mitglied werden heißt das ja, glaube ich, mittlerweile. Früher stand da ja VIP auf dem Button. Dann kannst du einmal Ausrufezeichen VIP gerne eingeben. Dann müsstest du auch auf die Seite kommen. Ob das aber auf dem iPhone lädt, ist immer so eine Frage. Auf dem iPhone ist es ein bisschen verbuggt. Mein Kumpel Armin, bei dem klappt das auch so auf dem iPhone nicht. Der musste auf dem Laptop zum Beispiel dafür gehen, für die Kanalmitgliedschaft. Ja, bei iPhone ist halt ein bisschen verbuggt. Erinnert mich an Monte, der Beat. Ja, ist der Rettungsschwimmer-Beat von Kollega. Und den nutzt Monte ja auch. Ja, ist das Lied, was gerade läuft? Gerade läuft vom Bushido Dreckstück. Es gibt keinen DM-Glitch, keinen DM-Glitch, der public ist. Ghost Screwed, gönn dir. Schreib Armin schnell an. Vielleicht hast du Glück. Aber kann auch schon sein, dass Armin schon schläft, ne? Wie ist das Lied, was da... Nein! Ich bin in dieses scheiß Ding hier reingeflogen. Komm, renn. Boah, ja, Glück gehabt. Wie ist das Lied, was davor war? Davor war das Rettungsschwimmer von Kollega. Was ist ein DM-Glitch? Regisseur-Modus in Online. Also DM steht für Director Mode, ist die englische Bezeichnung für Regisseur-Modus. Sie können ja echt gut Englisch. Ich? Ja, ich bin weltbester englisch sprechender Mensch, den es auf der Welt gibt. Genauso wie MX der weltbeste Flötenspieler ist. Nein, was machen wir hier? Oh, Glück gehabt. Oh. Nein! Oh. Gamma, frohes neues Jahr. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Was hat Armin denn geschrieben, Ghost Scoot? Kann man mit der PlayStation 4 mitspielen, wenn ja, wie? Robin, du kannst bei uns mitspielen, das ist gar keine Frage. Das Ganze ist auch wirklich mega einfach, aber ich empfehle dir, gib einfach mal Ausrufezeichen Video rein in den Chat und guck dir das Video an. In dem Video wird wirklich alles von A bis Z erklärt, wie du bei uns in die Lobby reinkommst, was du machen musst. Ja. Vier Idioten, eins Kanal. Vielen herzlichen Dank. Kannst du meinen Freund Uwe grüßen? Ich grüße den Uwe. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Der Uwe ist auch dabei. Gibt es ein K2K-Merch auf der PS4? Es gibt keinen, der public ist. Wie heißt das Lied von Monte? Es heißt Rettungsschwimmer von... Kollega ist das Lied. Kollega hat das Lied gemacht und Monte nutzt es auch. Und das Lied heißt halt Rettungsschwimmer. Yoshi, Grüße gehen raus. Ich hoffe, dir geht's gut. Leon, natürlich grüße ich dich. Frank, auch dich grüße ich. Ja, Yoshi, der Job ist Baba. Den spielen wir auch schon gefühlt, weiß ich nicht, seit ein, zwei Monaten oder so. Und wenn halt ein Job nicht gut ist, dann spielen wir den nicht so irgendwie öfters so. Aber den hier, den suchten wir in letzter Zeit auch regelmäßig, obwohl das im Grunde keine besonderen Regeln hat. Also es ist ein normales LTS. Und die anderen Spiele haben ja immer irgendwelche besonderen Regeln hier so bei uns. Aber hier, das hier, der ist einfach mega, der Job.
4 okay. Idioten 1 Kanal. Das liegt daran, dass ich über den PC streame. Klar, das ist Gameplay der Konsole. Aber ich bin am PC und darüber lasse ich auch die Musik abspielen. Ich streame nicht selber über die Konsole. Ich würde mal sagen, wir haben gewonnen, oder? Mirko, ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke, dass du dabei warst. Schlaf gut. Baba, ich habe nichts gemacht in dieser Runde, außer so ein Rohr im Kopf gekriegt, das ich dadurch Selbstmord gemacht habe. Aber wir haben gewonnen. Was geht, Yoshi? Grüß dich zurück. Typisch Joni, ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke, dass du dabei warst. Schlaf gut. Martin Dörfer, Grüße gehen zurück nach Österreich. Frohes neues Jahr an dich noch. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Leon Wallon, wie lange machen wir noch? So bis 13:30. Ich denke, nach diesem Spiel losen wir unser Gewinnspiel aus. Also wer noch am Gewinnspiel teilnehmen will, Discord, Raum Gewinnspiel, eine Zahl zwischen 1 und 200 reinschreiben. Und dann werden wir das Abschiedsspiel für heute spielen. Da sage ich euch halt, wie es ist. Ich wusste nicht, dass die Ferien bei manchen schon zu Ende sind. Sonst hätte ich nicht Late Night heute gestreamt. Wären immer noch Ferien, so wie ich es gedacht habe, dann hätten wir heute von mir aus auch wieder bis 4-5 streamen können. Wäre kein Problem gewesen. Aber wenn ich dann schon lese, dass einige jetzt dann wegen dem Stream halt lange aufbleiben und dann um 8 Uhr Schule haben bzw. Homeschooling, das finde ich dann halt auch nicht so gut. Da sollten die Leute dann auf jeden Fall fit für sein. Jawohl, ich habe den Tim getötet hier. Finn, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Scheiße, nur angehittet. Wen nur angehittet? Weil den der hier fährt. Lookman? Ich glaube, der Lookman. Okay. Wo bleibt der Lookman? Da ist er. Ah. Ich will Lookman haben. Freezy, grüß dich erstmal. Frohes Neues und Freezy. Check mal bitte ab, ob jetzt wieder alles normal funktioniert. Contra, ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke, dass du dabei warst. Schlaf gut. Finn, ich wünsche dir eine gute Besserung. Das ist doch nicht wahr, Freezy. Schreib Points mal bitte groß. Ja! Fuck. Verdammt, das war der falsche. Alles klar, Ghost Scoot. Freezy, schreib mal bitte irgendwas in den Chat rein. Einfach irgendwie Hallo oder so. Ich schwöre, das kann doch nicht wahr sein. Hat dein Netzwerk nicht zurückgeschrieben deswegen? Ja, es ist Weihnachtszeit, die sind auch gerade im Urlaub. Ja, gut. Also, ja, Weihnachten ist vorbei, aber es ist halt trotzdem Urlaubszeit noch. Ja. Ja, dann müssen wir noch mal gucken, Freezy. Es ist aber nur eine temporäre Lösung, Freezy. Bitte sei dir dessen auch bewusst und dann bitte nicht enttäuscht, wenn wir dann das Ganze gelöst haben und du nicht mehr blau bist. Wir werden das schon auf jeden Fall gelöst kriegen. Crazy, jetzt reiß dich mal hier zusammen. Die sind auf der vorletzten Ebene hier.
sind schon welche oben, glaube ich. Dino, wie meinst du das? Was denn genau? Wo oben, Crazy? Sind schon oben. Okay, die sind zu zweit. Das sind R6 und Mainz auf dem Moped. Hau die weg, hau die weg. Ja. Nein, 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 Mainz. Nein, der Mainz lebt noch. Nein. Gib mir noch einen Kopfschuss. Na, gib mir einen Kopfschuss. Mainz ist doch schon tot. Besser ist es. Verdammt. Was habe ich so gemacht an Silvester, Finn? Ich habe gut gebechert, bin ich ehrlich, Freund. Alkoholfrei natürlich, ne? Robbie Wabbel, ne? Wie gesagt, die Leute in der WhatsApp-Gruppe vom Crewpass, die haben mich da ein bisschen anders gehört als sonst, ne? Da habe ich ja auch eine frohes neues Audio reingemacht. Ey, ich schwöre, wir hatten eine Pulle Wodka, wir hatten eine Pulle Jägermeister, wir hatten drei Kisten Klopfer und einen Kasten Bier zu dritt. Mein Kollege hat einfach eine Plastiktüte vollgekotzt, das war so geil. Und dann habe ich dem mein Bier so hingehalten und habe dem gesagt, Bruder, ich habe dich unterm Tisch gesoffen. am Anfang haben wir WWE Royal Rumble geguckt, von diesem Jahr. Alkoholfrei natürlich, Thiago, von diesem Jahr. Und dann haben wir immer gesagt, immer wenn jemand beim Royal Rumble Match rausgeworfen wurde, trinkt jeder einen Klopfer. Und allein in diesem Royal Rumble Match nehmen ja 30 Leute dran teil. So. Also da ging's schon gut los. Mann, ich war hinterher so gut drauf, dass ich einfach nur noch kreuz und quer getrunken habe. Ehre, Flo. Dino, genau das habe ich bei Freezy schon gemacht. Genau das habe ich bei Freezy schon vor 3 Wochen gemacht, bevor wir das Ganze mit der Moderatorenlösung gemacht haben, weißt du? Und trotzdem sagt aber YouTube, dass Freezys Nachrichten immer überprüft werden müssen. Mainz, was war da los? Oha, heftig, Leon. Burak, Grüße gehen raus. Ich hoffe, dir geht's gut, Burak. Oh, ich brauche noch eine Panzerung. Kann man nicht meckern, wenn man eine hat hier. Mark, check mal Discord. Wow, crazy. Das ist nicht dein Ernst, ne? Dass du mir jetzt mit der Nachricht... Ja? Dass du mich wieder ärgern willst. Natürlich. Ich glaube, für Moderatoren muss ich dann auch abschaffen, dass ich keine Discord-Nachrichten mehr on-stream lese. Ja gut. Wenn es denn so ist. Ja, ich fahre hier gerade Moped, wir müssen gewinnen und da sagst du, guck Discord. Ja, hab ich doch noch geschrieben. Das freut mich, Burak. Bist gut reingekommen? Was hast du Silvester so gemacht? Ja gut, Eitikeln, dieses Jahr war noch gar kein Silvester, so, seh es positiv. Nein, es war ja letztes Jahr Silvester. Aber ich verstehe, was du meinst, Bruder. Ich verstehe dich da voll und ganz.
man war halt eingeschränkt, ne? Das Böllern war kaum möglich. Gut, wer jetzt aus dem Ausland sich irgendwo Böller organisiert hat oder wer im Internet bestellt hat, der konnte halt schon ein bisschen böllern, gar keine Frage. Aber trotzdem, man war halt eingeschränkt, ne? Und man konnte halt auch nicht so groß und dick Party machen, wie man es vielleicht in Vorjahren schon gewohnt war. Aber ich muss sagen, den Umständen entsprechend hatte ich ein recht gutes Silvester. Und es hat mir auch Spaß gemacht, bin ich ganz ehrlich. Gut, aber nächstes Jahr dafür wird dann wieder so richtig auf die Kacke gehauen. Oder dieses Jahr, ist ja schon 2021. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich gehe halt auch mal davon aus, dass wir die Pandemie ja auch in diesem Jahr besiegen werden, damit das Ganze überhaupt erst möglich ist, dass wir dann dieses Jahr Silvester auf die Kacke hauen können. Ey, warum brenne ich? Ich gucke nur mal kurz in den Chat, Alter, und dann brenne ich direkt. Ist doch nicht wahr. Lebst du noch, Crazy? Nö. Wer hat dich denn getötet? Keine Ahnung. Ja, gut, ne? Das ist typisch Crazy. Ja. Das ist halt so. Okay, komm. Ich glaube, ich bin vorletzte Ebene. Okay, letzte Ebene jetzt, Crazy. Drück mir die Daumen. Armin noch im Urlaub? Armin ist noch im Urlaub. So, komm. Nein. Bruder, komm drauf, Bruder. Ich nehme dich mit. Nein. Aber ich bin durch. Bitte sag mir nicht, dass ich der Letzte bin. Ich und meine Heli-Skills oder meine... Du mit White Moon und Marco. Alter, ich bin so scheiße im Laserfliegen. Ich wette mit dir, ich werde trotzdem hops genommen. Lass White Moon fliegen. Natürlich nehme ich Jet. Ey, Marc, nimm Helio und Martin Rakis. Nein. Obwohl, das wäre doch vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Bin so scheiße, ne? Du weißt aber schon, dass das eine Hydra war. Ja, hab ich hinterher gemerkt. Ich hatte den Schwebemodus noch an. Ach, entspannt. Crazy, ich hab das extra gemacht, damit die anderen in meinem Team so ein bisschen mehr Ruhm bekommen, weißt du? Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Black Shadow, Grüße gehen raus. So. Dings, wann losen wir aus? Machen wir jetzt. Ah, okay. Aber vorher will der Burak noch einen Piraten Armin und den bekommt er auf Ehre noch. Okay, dann schicke ich dir gleich eine Zahl rüber.
Und du guckst dann, wer am nächsten dran ist, ne? Ja, jo. Ich mach Lobby, ne? Und dann schicke ich dir die Tür. Ja. Ja, gut. Mann! Mute, der Name, den du da ausgeblendet hast, ne? Die haben das Wort sogar falsch geschrieben. Also ich bin mir sicher, das schreibt man mit A und nicht mit X und kleine schreibt man noch mit einem I drin. Freezy, die Tage. Wenn ich da Zeit zu finde. Ich denke zum nächsten Stream aber auf jeden Fall. Okay, ich schreibe dir jetzt die Zahl rüber. Mhm. Schreib mir bitte auf Discord, dass ich dich oben habe. Hab. Weil ich habe doch wieder sehr viele Nachrichten bekommen. Während des Streams, weißt du? Normal, normal. Lässt sich ja nicht alles vermeiden, du. So. Da haben wir den Crazy. Und ich habe dir jetzt die Zahl rübergeschickt. Da kannst du mit der Auswertung beginnen. Freunde, danke für über 190 Likes. Wenn wir die 200 noch packen, würde ich mich auf jeden Fall mega freuen. Wenn nicht, dann ist es leider nicht so. Ja. Alles klar, Maurice. Wie online stellen? Luis, ich habe den Command noch nicht bearbeitet. Ich mache das zum nächsten Stream, dann sind die Commands bearbeitet. Also du bist schon weiter als Level 1, aber der Command, der stimmt halt noch nicht. Den du im Stream-Chat siehst. Guck mal, Leute, ich sag euch noch mal eine Sache hier. Ich hab letztens... Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Ich habe letztens schon was zu diesem Thema dazu gesagt. Da war es vielleicht ein dummer Zufall. Und das glaube ich euch auch. Aber wenn jetzt hier nochmal jemand reinkommt und sich über den Namen von irgendjemanden aus der Crew lustig macht, dann gibt es da einen Kanalblock für. Ist mir scheißegal, wer das ist. Keiner kann sich seinen Namen aussuchen. Und dafür jemanden zu diskriminieren oder zu hänseln, finde ich mega ehrenlos. Ich will auch gar nicht wissen, wer jetzt gerade hier das wieder war mit dem zweiten Account. Der hat einen Kanalblock gekriegt. Und damit ist die Sache für mich jetzt geregelt. Crazy, wie sieht's aus? Ich habe ausgewertet. Ja. Was soll ich da sagen? Die Zahl wurde nicht... Warte. Achso, okay, das wolltest du gerade. Keiner hat meine Zahl getroffen. Genau, niemand hat deine Zahl getroffen, so. Aber es gibt da ein... Kein Stechen? Okay. Genau. Warte kurz. Osan, Grüße gehen raus. Hast leider Gewinnspiel verpasst. Lösen es gerade auf. Wärst du mal ein paar Minuten näher gekommen, Osan. Aber da kann man nicht meckern. Okay, welche Zahl habe ich dir rübergeschickt? Also,
Das war auf jeden Fall eine 4 und eine 2. Okay. Und der nächstgelegene, der dran war, kann ja mal selber in den Chat schreiben. Ein direkter Gewinner. Kein Stechen. Nee, nee. Der nächstgelegene, der dran war. Entweder die 43 oder die 41 müsste es sein. Hat jemand 41 oder 43? Da schreiben sie das auch schon im Chat. Dino schreibt, hat Dino 43? Ja. Also es ist wirklich Dino. Es ist Dino. Ja, herzlichen Glückwunsch, Dino. Schreib mir privat auf Discord. Und dann gönn dir. Ey, hat der einen Lack, ne? Der hat schon mal einen Preis im Adventskalender abgeräumt. Und jetzt räumt er hier den zweiten Preis ab. Ich wollte gerade sagen. Krass. Gönn dir deinen Timeout, Dino. Was hat Dino gewonnen? Was gab es zu gewinnen? Das T-Shirt, was es an Heiligabend zu gewinnen gab. Der Gewinner, der es an Heiligabend gewonnen hat, der hat gesagt, er gibt es zurück. Und das haben wir jetzt nochmal neu heute verlost gehabt. Und ja, das hat sich hier der Dino gerade gesnackt. So, kann man mal machen. Kann der Dino nicht meckern, ne? Herzlichen Glückwunsch, Dino. Gönne ich dir auf jeden Fall. Ich hätte es jedem anderen aber auch von Herzen gegönnt. Ich hol mal was zu trinken, Crazy. Jo. Und dann können wir ja noch ein Abschiedsspiel machen. Kannst du mal gucken, auf was die Jungs so Bock hätten als Abschiedsspiel? Mach ich. Ich beeil mich. Jo, Werbung. Echt jetzt? An Heiligabend war Dino knapp vorbei und heute hat er das bekommen. Okay, ich bin mal eben trinken holen und dann guck, frag die Jungs, was die wollen, was als Abschiedsspiel drin ist. Aber jetzt nicht irgendwie noch ein Staffel- oder Wichtellauf so crazy. Das wäre als Abschiedsspiel dann zu lang, ne? Bis gleich. Der Chat von WFG ist voll mit coolen Emojis. Wollt ihr auch so coole bunte Emojis in den Chat senden? Natürlich wollt ihr, warum frage ich überhaupt? In die Freundesliste von WFG wollt ihr auch? Und ihr habt etwas Kleingeld übrig? Perfekt! Schließe jetzt eine Kanalmitgliedschaft ab und profitiere von den Vorteilen. Einen exklusiven Rang auf dem Discord-Server für alle Mitglieder, ein WFG-Emoji hinter deinem Namen in den Kommentaren und habe ich erwähnt, dass die Emojis echt der Hammer sind? Kanalmitgliedschaft ab 99 Cent und verbindliche Preisempfehlung. Ja Leute, auf jeden Fall Kurs geht raus, auf jeden Fall an knapp 100 Zuschauer und an knapp 200 Likes auf dem Stream. Leute, auf jeden Fall, der Like-Button, der muss ein bisschen jünger werden. Deswegen würde ich sagen, dass wir eventuell noch die 200 Likes packen würden. Macht den WFG damit etwas glücklicher. Und ja, Kurs geht auch raus auch an die 8 Dislikes. So. Die Support natürlich auch. Ja, an der Stelle auf jeden Fall. Wer auf jeden Fall mit uns talken, Memes austauschen oder sonst irgendwas möchte, gerne Ausrufzeichen Discord in den Chat. Ansonsten, wer den guten WFG noch nicht kennt, beziehungsweise sein Gesicht noch nicht kennt, gerne Ausrufzeichen Insta oder einfach WFG-YT auf Insta eingeben. Dann findet ihr ihn auch auf jeden Fall. Gerne könnt ihr auch den Highlight-Kanal abchecken, beziehungsweise im Discord sage ich schon, TikTok, an der Stelle Ausrufezeichen TikTok im Chat. Und außerdem würde es auch mich nochmal freuen, dass ihr mich auf Instagram nochmal abchecken würdet, Ausrufezeichen Crazy im Chat oder Crazy-Mods-91 auf Instagram folgen. Auch den Armin würde es gerne gut finden, toll finden, je nachdem, dass ihr ihn gerne auf Instagram anschreibt. Und einfach mal, ich kenne dich doch, sagt so. An der Stelle Ausrufzeichen Armin. Und ich glaube einfach nur Armin.251. Auf Insta so. Ja, ich weiß, ich bin Lost Egon, aber kann man den meckern.
Den Horchi könnt ihr auch gerne abchecken. Ich glaube music.city23. Und den guten Zombie Nico.ebbes. Und ja, auf jeden Fall, Leute, was wollt ihr als Abspiel so zocken? Ich habe schon gesehen, Messern im Irrgarten. Ja, wie kann man nur so viel Scheiße labern, Alter? Ey, immerhin, kann man den Bäcker. Ich hoffe, der Ozer ist doch dabei. Campingplatz, Officer würde aber zu lange dauern. Campingplatz wäre noch so auf jeden Fall drinne. Messern im Irrgarten haben wir gesagt. Campingplatz. Crazy Pink ist die Gang natürlich. Rosan! Campingplatz. Abfuckrennen. Ja, Rocket League, da kann man definitiv nicht meckern. Ey Crazy, weißt du noch, an dem 24. als ich eine Zahl daneben war? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Can you join? Das neue Abfahrgrenzen von euch, das kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Ja, ansonsten spielen wir Campingplatz, soweit ich das jetzt gesehen habe, dass das einige wollen. Lassen wir Jagd den Crazy spielen. Leon, nein? Nix. Niemand jagt den Crazy. ja. An der Stelle würde ich dann auf jeden Fall mal sagen, dass wir dann Campingplatz spielen oder nicht. So. Und Leute, kurz geht raus an über 200 Likes. Ich hab doch gesagt, wir packen das. Hab schon Bock auf das Abfahrgrennen von euch hier. Oh, hey, so, mal schauen. So. Und ich habe jetzt schon gesehen, dass der gute WFG da ist. Ja. Nein, sie drücken mir jetzt keine Obby. Verdammt. Jetzt hat mich Kettenraucher weggeschreckt. Nö. Ja. Auf jeden Fall. Crazy, braucht man für eine Elgato einen Gaming-Laptop? Oder reicht ein normaler? Es reicht ein normaler. V. Das gibt erstmal eine Verwarnung. Also, Sie wissen ganz genau, dass eine Orbitalkanone hier nicht erlaubt ist, so. Und dass gerne mal mit dem Crewkick bestraft wird. Von daher kann ich Sie gerne wieder aus Ihrer eigenen Crew kicken. Ja, Jungs, ich bin wieder da. Ich habe gesehen, ihr wollt Campingplatz spielen. Wir spielen Campingplatz. Crazy, hostest du es? Ja. Aber nicht den Weihnachtsmarkt, der hat geschlossen. Genau, der Weihnachtsmarkt ist zu. Wir spielen wieder Campingplatz. Ja, ich hoffe, ich habe das markiert. Hat die Orbi geschmeckt, Crazy? Definitiv. Also Leon Wadlan hat geschrieben, lasst uns Jagd den Crazy spielen. Ich glaube, ich habe Jagd den Crazy gewonnen, oder? Ja, ja, definitiv. Jungs, es gibt schon einige neue Spiele, ja. Also hat der R6 Face vorher auch gerade reingeschrieben. Der Crazy hat es vorhin kurz gespoilert gehabt. Aber diese Spiele werden wir erst in den nächsten Tagen euch dann zeigen. So, vor allem hat der Horchi auch ein, zwei von diesen neuen Spielen gemacht. Der Pronix hat ein, zwei neue Spiele gemacht. Aber ich finde, wir sollten das auch erst spielen, wenn die Jungs selber mit dabei sind. Das sind wir den Jungs dann auch schuldig, dass sie dann direkt ihr Feedback von oder euer Feedback dann selber mitbekommen. Ich hab gehostet. Mr. Lux, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe keine Einladung, Crazy. Da kann man meckern. Jetzt aber.
Guck mal, Black Shadow. Black Shadow, ne, guck mal. Wenn du schon hier in den Chat kommst und meine Moderatoren mit dem HS-Wort beschimpfst, okay? Meinst du, dann guck ich mir noch an, warum meine Moderatoren dich gebannt hatten? Wenn es eine Sache gibt, die ich nicht toleriere, ist Beleidigungen auf die Eltern oder generell auf die Familie oder andere diskriminierende Sachen gegenüber Leute hier. Das hast du gerade gemacht. Du bist auf Familie von Moderatoren gegangen. Und deshalb werde ich mir das auch nicht angucken, warum du einen Block bekommen hast. Steh dein Mann dazu. Du hast Scheiße gebaut. Du hast Moderatoren hier gerade beleidigt. Der Block ist verdient. Punkt aus Ende. Mir geht's auch super, Mr. Lux. Freut mich, dass du da bist. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Und Jungs, ich habe vorhin vergessen, der Son Gohan hat vorhin 5 Euro rausgehauen an dieser Stelle. Auch nochmal ein dickes, dickes Dankeschön an den Son Gohan. Kuss geht raus, Son Gohan. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Laut nix. Join mir übers Profil nach. Geh auf mein Profil und join mir nach. Nein, Gurkenwasser darfst du nicht. Wie, die Lobby ist privat? Die Lobby kann nicht privat sein. Wir sind doch in einer Crew-Lobby. Wir sind in einer Crew-Lobby, oder? Habe ich das verpeilt vorhin? Nee, kann nicht. Doch, oder? Wir sind in einer Crew-Lobby. Und Crazy, da unten läuft Zeit. Ich sehe schon, komm, du verkackst es wieder. Mach doch einfach die Zeit komplett aus. Du brauchst sie nicht wieder auf, von vorne den Countdown stellen. Jetzt ehrlich? Ja klar, die Leute können trotzdem nachjoinen. Es ist nur das, Gut, wenn sie das sorgen. WFG Live Rider, klar kenne ich dich noch. Grüß dich, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Ja, Dino, gönn dir. Geh mal auf vom letzten Job einladen, sagt laut nix, weil er hat keine Einladung bekommen. Vielleicht kann ich so hier noch. Hab ich. Ich kann ihn nicht anklicken, weißt du? Hier, das ist er ja. Ich drücke drauf, es passiert nichts. Ja. So. Guck mal, ob du, es bei dir klappt. Alle anderen können natürlich auch mal auf vom letzten Job klicken, dass der Lautnix noch eine Einladung bekommt. Danke, WFG Live Raider. Finn, ich wünsche dir eine gute Nacht. Und gute Besserung, Finn. Noch nicht eine private Sitzung, oder? Ist wahrscheinlich, wenn, dann GTA-Bug. Also entweder guckt der Lautnix, dass er noch eine Einladung von jemand anderem bekommt hier rein, weil bei mir geht's nicht, oder er versucht nochmal über Profil. Dominik, du kannst mit PS4 und PS5 bei uns mitspielen. Muss ich mir gleich nochmal angucken, Luke Man. Okay, jetzt kann er nachjoinen. Also er joint gerade. Wer hat das höchste Crew-Level? Boah, das ist eine gute Frage, Marco. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich kann es nicht sein, mich hat Crazy mal irgendwann im letzten Jahr on stream aus meiner eigenen Crew gekickt. Also ich bin 199. Marco, Moment mal, sehe ich da gerade richtig? Was? Alle, die das sehen, die wissen, was zu tun ist. Jo. Guck dir mal den Chat an. Ja. Da ist der Armin.
Oder auch Army. Der Armin macht jetzt noch ein bisschen Urlaub auf dem Campingplatz. Natürlich. Warum nicht? Der hat das Zelt dabei, der hat den Klappstuhl dabei und die Waffe. Okay, komm, dann würde ich sagen, starten wir. Alle sind drin, ne? Okay. Keks Arian, Grüße gehen raus. Und die Doppelapfelpfeife hat er natürlich auch dabei. Und das Poster von Ivana, was er dann irgendwo an einem Baum noch aufhängt. Okay, ich habe den Crazy, den Dino bei mir im Team. Wer ist noch bei mir im Team? Dennis. Der Dennis und wer ist das dahinter? Und Dad's Alone. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt direkt reinscheißen. Oh, die Map ist aber echt ungewohnt so. In letzter Zeit waren wir ja immer auf dem Weihnachtsmarkt aktiv. Oh. Babam, R6 Facelohe auseinandergenommen. Wie, du wurdest aus Crew geworfen, Nasser? Du warst doch jetzt gerade hier noch drin. Und ich habe keinen aus Crew gekickt. Crazy, du hast auch nicht gekickt, oder? Nee, ich habe gar nichts getan. Wer war denn das? Ich weiß nicht, was da los ist. Babam, der Leon hier getötet. Was ist da los heute? Spielst du FIFA 21? Klar spiele ich FIFA 21. Von Horchi. Belastend, Armin. Nasser, ich kann dir da jetzt nicht viel zu sagen, weißt du? Weil ich nicht weiß, was da los war. Eventuell vielleicht mal Armin anschreiben, ansonsten auch mal hören, was da bei Horchi los war. Ich kann erst nach dem Stream nachfragen. Also nimm mir das jetzt nicht böse, Nasser. Ich weiß auch, wie gesagt, von nix, weißt du? Jungs, nein, guckt mal. Der Armin hat gerade den kleinen Finger gegeben. Jetzt reißen wir Armin nicht direkt den ganzen Arm ab. Der Armin, der kommt aus dem Urlaub zurück, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt. Wisst ihr, wie ich meine? Klar, es ist super toll. Ich freue mich auch mega, dass der Armin mitspielt. Aber alles andere, wir stressen den Armin da nicht. Wir geben dem Armin Zeit. Und nehmen nicht direkt den ganzen Arm. So, wisst ihr, wie ich das meine? Er hat uns schon den kleinen Finger gerade hingehalten. Scheiße, ich bin gleich tot. Nasser, wie gesagt, jetzt macht ihr da erstmal keinen Kopf. Wir gucken uns das alles an, wenn der Stream aus ist.
Du weißt auch, wen du anschreiben kannst, Nasser. Ich werde mich auch nach dem Stream informieren. Und dann sehen wir alles weiter. Also mach dir da jetzt erstmal keinen Kopf. Du kennst ja auch die Regeln. Ich denke mal, solange du jetzt keinem eine Orbi gedrückt hast und nicht irgendwie das HS-Wort gegen jemanden ausgepackt hast, dürfte es ja bestimmt nicht allzu schlimm dann gewesen sein. Und alles Weitere, wie gesagt, sehen wir ja dann später, Nasser. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass du irgendwie eines der zwei Dinge getan hast, wo ich jetzt gerade gesagt habe. Und deshalb einfach mal ein bisschen chillen noch, Nasser. Mach dir da auch keinen Kopf. Reg dich nicht zu doll auf. Lehn dich an. WFG Life Rider, wie deine Punkte? Was ist damit los? Can't give me all. Frohes Neues. Ich hoffe, dir geht's gut. Kommt da hinten eine Duffelback raus? Da guckt echt eine Duffelback hinten durch den blauen Zaun raus. Nein. Frau Schokobär. Nein. Was ist denn crazy? Ich R6 hat dich getötet. Ey, du bist bei mir im Team. Das darf doch nicht wahr sein, crazy. Letzte Runde habe ich alleine hier so alles auseinandergenommen. So. Jetzt musst du. Darf doch nicht wahr sein, ey. Das hast du nicht gemacht, oder? Ey, ich hab die rüberrennen sehen. Ich dachte, ich schneide denen den Weg ab. Life Rider, da bin ich noch nicht zugekommen. Nasser, was los? Wie meinst du das, Poldi? Meins mit dem Rico-Outfit. Sie dürfen das Team nicht hängen lassen jetzt. Sippi, frohes Neues. Ich hoffe, dir geht's gut, Sippi. Meinst du so und so ein anderes Team oder nicht? Hä? Meinst du es doch so und so ein anderes Team oder nicht? Nein, meinst du es nur unserem Team? Nee, ich glaube nicht. Nein, der ist blau angezeigt. Ja, aber guck mal, wer bei uns ist. Wie, wer bei uns ist? Bei uns ist nur Dennis, Crazy Mod, Steffi Mark, That's Alone und Dino. Das zeigt den Dino deswegen an, weil das Team blau ist und wir sind Team lila. Aber normal ist man immer das Team, was man selber ist, ist immer blau. Ja, für dich selber bist du blau, aber so gesehen sind wir dann lila, so, weißt du? Das ist mir zu kompliziert. Ich weiß, ja. Aber ich weiß gleich, worauf ich gleich hinschwitzen werde in der nächsten Runde. Weißt du auch worauf? Was weiß ich? Auf Armin töten. Ja, war mir klar. Armin schreibt, das ist mir so klar. Nach dem Stream kann ich gerne Discord gucken, ja, aber erst nach dem Stream, während des Streams nicht mehr.
die sind ja wirklich hardcore am Campen, ey. Definitiv. Heißt ja auch Campingplatz. Schieß, schieß, schieß! Joel ist aus der Deckung gekommen. Komm, eins, drauf, drauf, drauf. Eins, fress doch mal hier ein paar Snacks und dann drauf. Flo, was ist los? WFG Life Rider. Später. Nein, das ist schon Ende. Ey. Baba. Och, hör mir doch auf, ey. Bitte lies Poldis Nachricht. Poldi, es kommt auch drauf an, was der Laptop allgemein kann. Es kommt nicht nur auf die Grafikkarte an. Du müsstest vielleicht mal gucken, was für Voraussetzungen eine Elgato hat. Die habe ich gerade nicht aus dem Kopf, so, sonst hätte ich dir das sagen können. Das steht aber auf der Seite oder wenn du auf Amazon gehst und wo man das eben kauft, steht da definitiv dabei, was die Voraussetzung oder was der Laptop dafür können muss. Nasser, was los? Laut nix, das ist auf der Blacklist, ja. Mark oh, Army, grüß dich. Machst du dann die Abschluss? Ich mach Tschüss, sagt Dobby. Welchen Italy ist das, Flo? Achso, Son Gohan hat schon Lobby, dann gehen wir bei Son Gohan natürlich rein. Na denn. Ach, PSN lädt wieder bei mir nicht. Baba. Mark Army, das weiß ich leider nicht. Müsstest du selber nachgucken. Der Crazy war heute für fürs Annehmen zuständig, nicht ich. Leon, leider gibt es keine Methode, geblacklistete Autos abzuspeichern. Guck mal, er geht nicht in die Party. Das lädt wieder nicht. Dieses scheiß PS5-Menü, ne? Jetzt muss ich dann Lobby machen. Baba. Ich bin gleich da. Wann kommt eine neue Crewfarbe am Wochenende wieder? Ich würde mit der PS5 flexen, anstatt sie anzumeckern. Nee, nix, nix, nix. Scheißteil, ohne Scheiß. Ohne Scheiß, PS5 ist ein Scheißteil. Dieses Menü, oberkompliziert und dann funktioniert es nicht mal richtig. Wenn ihr euch irgendwann auch die PS5 holt, ne? Glaubt mir, ihr werdet euch auch so aufregen wie ich. Ey, Mike, ich hab 500 für die Konsole bezahlt. Ich hatte nur Glück. Also das war Glück, dass ich sie zum Release bekommen hab. Crazy, machst du Armin bitte in Party gleich hinzu? MX, guck mal bitte. Ich kann nicht in die Party gehen, weil das PSN-Menü wieder nicht lädt. Und MX, ich glaube, der Crazy ist gerade AFK. Wenn du mich hörst, mach mal bitte Armin da zu uns in die Party rein. Nasser, ich weiß nicht warum oder was da los war. Klar, sowas gehört generell nicht in den Stream-Chat rein. Ich verstehe dich auch, dass du verwirrt bist. Was da los ist oder warum. Geht mir ja nicht anders, Nasser.
Ich weiß ja genauso wenig wie du, beziehungsweise du weißt ja da sogar ein bisschen mehr, weil du mit Horchi schon ein bisschen geschrieben hast. Ich werde mich nach dem Stream auch informieren, was da los ist, wie gesagt, Nasser. Chill einfach so lange, bis der Stream dann aus ist und schreib schon mal allen Leuten da eine Nachricht, hier Armin und auch vielleicht Horchi, wenn du mit Horchi eh schon am Schreiben bist. Und dann gucken wir gleich alles weiter. 50.000 GTA-Dollar, wow. Die brauche ich auch. Hat mich die Orbion Crazy nur 700k gekostet. Trotzdem vor. Sag mal. Nucke Man. Das Outfit, ne? Da muss man nichts mehr zu sagen. Okay, Jungs. Nasser, ich werde dir versprechen, dass du auf jeden Fall von uns da Antworten bekommen wirst. Mach dir da keinen Kopf. Ich denke, da kennst du mich auch lange genug, dass ich euch da jetzt nicht irgendwie blockiere und euch niemals mehr antworten werde oder so. Da kennst du mich, denke ich, schon lang genug für, dass du weißt, dass wir da auf jeden Fall mit euch kommunizieren. Drago, Grüße geht raus. Happy Halloween. Ja, Jungs, habt ihr noch irgendwelche Clip-Wünsche? Wenn ja, dann haut sie jetzt raus. Benmaster08, grüß dich. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr reingekommen. Was ist passiert? Nichts ist passiert, nichts Großartiges. Ein Country Boy für den Normen. AK der Mainz. Ich bin ein echter Country Boy. Ein Ben und Jerry's für den Leon Wallon. Red Dead Intro für den Osan. Ein FIFA Intro für den Ben. Ey, aber crazy, ein FIFA-Intro? Ist kein FIFA-Intro, deswegen gibt's noch ein zweites. Happy Halloween. Aber zwei FIFA-Intros? Marc, das ist deine Frage? Das ist auch kein FIFA-Intro. Deswegen gibt's noch ein drittes. Guckt euch das mal an hier, Der Dead Alone hat einfach noch Schnee am Start, weil er Konsole im Ruhemodus hatte. Nils Otto, frohes neues Jahr. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ja, frohe Weihnachten. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, wir sind bei dir am Rhein. Genieße deinen Skiurlaub, wir haben auch eine schöne Zeit. Ein Hans Josef für den Poldi kommt auch noch. Aber schön, wenn du mit dir haben. Ich starte so, ich habe unter deinen hier die Leute und den Bus sind vorbei, haben die was angetrieben. Der hat einfach noch Schnee, genau, Joel. Und Fragen werden wir gleich auf jeden Fall noch gucken. Ich würde sagen, dann wären wir durch, oder? Ja, ja, definitiv. Zauberwald, Grüße gehen raus, frohes Neues. Ich hoffe, dir geht's gut, ich hoffe, du bist gut reingekommen. Ein Crew Crazy wünscht sich der Leon noch, kommt noch. Eine Kriegsverletzung kommt auch nochmal. Ah, just a little Kriegsverletzung. Vietnam, weißt du? Nochmal das Red Dead Intro, gibt's auch nochmal.
Jetzt hat der MX den Clip verpasst, kriegt der MX den halt nochmal. Ah, just a little Kriegsverletzung. Vietnam, weißt du? Ein Lastkraftwagenfahrer gibt's auch nochmal. Jetzt! Lastkraftwagenfahrer! Der Alex will noch ein hingekackt und hingeschissen. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Ein schreiender Joel. Den gibt's aber heute. Das allerletzte Mal. Danach wird's den erst wieder im Dezember geben. Also gönnt ihn euch zum letzten Mal. Armin, gibt's auch nochmal. So, dann wären wir durch. Dann würde ich sagen, machen wir die Watchtime, oder? Ja. Machen wir die Watchtime. Da haben wir auf Platz Nummer 1 unseren Dynamo, 511 Stunden. Platz 2, der weltbeste Flötenspieler, der MX, 492 Stunden. Platz 3, R6, 480. Platz 4 und Platz 5 belegen der Osi und der Leon Wallon mit 470 Stunden. Der Bluepoint, 451. Dennis, 450. Poldi, 438. Mute, 422. Pascal 420. Unser DJ Onyx 418. Weiter geht es mit Robert und dem ersten Alpha 399. Son Gohan 392. Apo 379. Joel aka Armin Junior 377. Maxwell 366. Thiago 357. Der Dino 351. Farouk 335, Sam 332, Balenciaga Hype 327 und der Pro Gamer 317. Der Mainz 305, Osan 303, Quad Nevada 289, Nickname 279, Gurkenwasser 268, Mesoedo 236, Lustknecht 231, No Risk No Fun 226, Lookman 208, Music City 203, Anton 200, KQ Kid 198, Jens 191, der Gurkenmacher und Contra 188, Miro 185, Schokobär 184, DMD Leon 183, Freezy 180, der Showmaker 175, Burak, grüß dich, ich hoffe alles gut bei dir, der Marco 173, Crazy vergessen mit 174, Revox 171, Alex 170, Luis 169, Stefan 167, Nasser 165, Needbeats 161, der MC Mike 154, Maurice 151, Diva 147, Vani 141, der Robbie Gamer 136, Junk 135, Julian 130, Nachtwolf 128, Rakis 126, der Burak 122, der Sandro 114, Dani 111, Batix 109, genauso wie der Drago, Z-Try 107, Casey Rabbit 105, Schweizer Schokolade 104 und der R6 Face Flow 100. Dann haben wir noch den Atan bei 98, mich selber bei 95 und auch den Finn bei 95. Ja, das ist unsere aktuelle Top Watch Time Liste. Und ja. Komm, Crazy, du hast das letzte Wort jetzt. Krass, dass ich das auch mal habe. Ja, Leute, auf jeden Fall. Den Stream war Baba, fand ich so. Hat mir echt gut gefallen so. Niemand ist, soweit ich weiß, aus der Reihe getanzt, außer der gute WFG natürlich. Hat mir eine Orbital-Kanone gedrückt. Hat jetzt immer geschmeckt. Noch der Verwarnung. Die hat definitiv geschmeckt. Aber da kann man auch nicht meckern. Der Chat hat gesagt, wir spielen Jagd den Crazy. Und ich wollte gewinnen. Nein. Ja, gut, okay.
Das lassen wir mal durchgehen. Okay, auf jeden Fall, Leute. Hat mir echt gut gefallen so. Gerne den nächsten Stream genauso. Und der Armin hat an der Stelle die nächste Verwarnung. Wie, was hat der Armin gemacht? Der hat mit der Orbitalkanone gedrückt. V? V? Normalerweise würde ich jetzt Frozen Mining gehen und selber eine drücken. Oder mehr. Aber ja, gut. Hat die geschmeckt, Crazy? Das war ein bisschen zu salzig, aber sonst war sie in Ordnung. Definitiv. Ja, auf jeden Fall, Leute, ich will es kurz halten. Hat mir gut gefallen. Von daher wünsche ich euch allen noch eine gute Nacht. Schlaft schön und ja, haut rein. Sorry, Jungs, wollte nur Crazy drücken. Oh. Hat Armin geschrieben? Ich hab's nur weitergeleitet, was Armin geschrieben hat. Der Typ ist V. Flo, den neuen Italy, den gebe ich erst zu einem späteren Zeitpunkt raus. Sei mir da jetzt noch nicht böse, weil wir da erst die neuen Autos alle fertig machen werden. Ja, Freunde, dann wären wir am Ende des Streams angekommen. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr so toll wieder mitgemacht habt. Kuss geht an jeden Einzelnen raus, der heute mit dabei war. Und ja, dann hören wir uns am Mittwoch höchstwahrscheinlich wieder. Am Mittwoch oder am Donnerstag gibt es dann gegen 19 Uhr wieder einen Stream. Ich gebe vorher im Discord Bescheid, ob es der Mittwoch oder der Donnerstag wird. Weil kann sein, dass ich am Mittwoch nicht zu Hause bin. Da muss ich gucken. Aber wenn ich Mittwoch nicht zu Hause bin, machen wir es Donnerstag. Wenn ich Mittwoch Zeit finde, machen wir es am Mittwoch gegen 19 Uhr. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder am Start seid. Ansonsten bleibt mir jetzt nichts anderes mehr übrig, als euch eine schöne Nacht zu wünschen, mich dafür nochmal zu bedanken, dass ihr heute wieder so zahlreich am Start wart, dass ihr den Stream wieder zu dem gemacht habt, was der Stream letztendlich heute geworden ist. Dafür ein dickes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch. Und in diesem Sinne, bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein. Lasst dem Stream noch einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten da, je nachdem, ob das euch gefallen hat oder nicht. Hier ist nochmal der Crew Crazy. Und tschü. Ciao. Ciao. Oh. Jungs, das war das Weihnachtsintro. Ich habe damit auch, glaube ich, heute den Stream begonnen. Das war ein Fehl von mir. Hier kommt nochmal das Richtige. Und tschü. Ciao.